So, hallo, eine neue Ausgabe der Übergabe. Hallöchen. Wir begrüßen alle neuen Zuhörenden und alle alten Zuhörenden und heute steigen wir direkt ein mit dem Thema Ethik. Franziska, du bist auch wieder dabei. Ich bin auch seit längerem mal wieder dabei, ja. Endlich. Das ist schön. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück. Die lang ersehnte Ethikfolge, die wir schon einmal verschieben mussten und heute ist sie endlich da und wir haben natürlich eure Fragen auch mit aufgenommen und wir haben auch versprochen, mit einem Gast heute aufzutreten und jetzt ist er da. Hallo, Professor Dr. Martin Schnell. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich würde Sie kurz vorstellen. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Sozialphilosophie und Ethik hier an der Universität Wittenherdecke und Sie sind Leiter des Querschnittsbereiches 2, Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Richtig? Das stimmt, genau. Perfekt. Mhm. Super. Sie sind Profi in ethischen Fragestellungen, haben auch schon einige Buchveröffentlichungen, eine ganze Buchreihe sogar zur palliativen Pflege mit verschiedensten Themenbereichen sozusagen herausgebracht. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir Sie heute mit ein paar Fragen löchern können. Wollen wir direkt einsteigen, Franziska? Ich würde sagen, ja. Okay. Die Frage ist natürlich, was ist Ethik? Alle sprechen über Ethik. Was ist das? Ja, alle sprechen darüber auch zu Recht. Der alte Spruch sagt, ja, Ethik ist immer. Aber die Frage ist, was heißt das? Wenn man das mal etwas aufdröselt, muss man ja überlegen, wo machen so etwas wie ethische Gesichtspunkte überhaupt Sinn? Und das, was einem als erstes einfällt, Ethik ist immer, heißt, es ist immer dann relevant. Es ist immer dann im Spiel, wenn vulnerable Wesen, also Menschen oder Wesen wie Tiere oder vielleicht auch die Erde, miteinander in Kontakt kommen und dort Verletzungen entstehen können. Ja, wenn Verletzungen, Schäden entstehen können, dann tritt Ethik auf und der Anspruch des Ethischen ist halt, den anderen nicht zu verletzen. Die Aufgabe ist es, einen Schutzbereich aufzubauen, in dem Achtung und Würde nicht nur Menschen gegenüber, denn auch Tiere sind verletzlich, zur Geltung kommen. Das ist eine theoretische Sache, das muss man irgendwie beschreiben, man muss das denken, man muss das studieren, aber das ist auch eine praktische Angelegenheit. Und das genau ist dann Vulnerabilität, also wenn etwas zu Schaden kommen kann, also die Möglichkeit, wenn die Möglichkeit besteht, dass das passieren kann. Das betrifft auf Menschen zu, das trifft auf Tiere zu, das trifft auf Pflanzen zu und wir müssen einfach nur in die Tagespresse gucken, worüber wird gerade diskutiert, das trifft auf die Erde und auch das Klima auf gewisse Weise zu, oder wo das keine Menschen oder Personen im engeren Sinne sind. Mhm. Und so Dinge wie beispielsweise Menschenrechte sind dann Instrumente der Ethik? Naja, Menschenrechte basieren auf Konventionen. Das heißt, Menschen, in dem Fall Staaten, haben die sich ausgedacht, haben die aufgeschrieben und haben sich dazu verpflichtet, die einzuhalten. So, dann kann man aber auch sagen, man verpflichtet sich nicht, dann muss man sie dann auch nicht einhalten. Nee, so einfach ist es nicht. Es gibt immer noch Prinzipien über die Rechte, die positiven Rechte hinaus. Das würde man aus deutscher Sicht sagen, ist etwa die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist nicht etwas, worauf man sich geeinigt hat, denn dann könnte man das auch lassen, sondern es ist ein grundsätzliches Prinzip und die Menschenrechte kann man unter anderem als Konkretisierung dessen verstehen. Denn was heißt es, gemäß der Menschenwürde zu handeln? Ja, das muss man natürlich genauer erklären. Was die Person angeht, die freie Entfaltung, die Rechte der anderen mir gegenüber und so weiter. Christian und ich sind eben im Regen hierher spaziert zum Campus und haben uns nochmal gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Ethik und Moral ist, weil man hat ja irgendwie das Gefühl, dass beide Worte irgendwie inflationär gebraucht werden oder Ethik ist immer, haben sie eben gesagt, es ist ja auch etwas, was irgendwie unter Menschen immer wieder natürlich auftritt und zutage kommt, aber wo ist der Unterschied zur Moral? Ach, jetzt ist der Professor gefragt. Ja. Ich hatte es versucht, bis jetzt so zu erläutern, dass jeder da irgendwas mit anfangen kann. Es gibt zwei Begriffe. Warum die zwei? Gibt eigentlich noch mehr, aber warum sind die so bekannt? Und warum gibt es nicht nur einen? Der Grund ist eigentlich relativ einfach. In Europa waren früher mal vorchristlichen Zeit die Griechen die führende Weltkultur. Und die haben das, was sie da bezeichnen wollten, mit dem Wort Ethos bezeichnet. Das ist natürlich das Wort, von dem unser Wort Ethik herkommt. Und dann war es so, dass wir alle im Geschichtsunterricht ja gelernt haben, dass irgendwann die Römer in die Herrschaft der Welt gekommen sind und die Welt war damals quasi der Mittelmeerraum, nicht mehr und nicht weniger. Und weil das eine so kleine Welt war, hat der Wechsel in der Führung der Welt auch nach sich gezogen, dass die Weltsprache sich geändert hat, vom Griechischen ins Lateinische. Und dann ist das Wort Moris, dass das Grundwort für das Wort Moral ist, in die Welt gekommen. So, das ist so die historische Erklärung. Und jetzt gibt es ganz unterschiedliche
eine Spezifizierung, da kann man es im Lexikon nachgucken, die das Ganze weiterführen. Eine mögliche Definition ist es, Moral ist die Art und Weise, wie sich Menschen zueinander verhalten, egal wie. Und Ethik ist dann die Reflexion, die das Ganze thematisiert. Das kann man gerne so machen, kann man sich auch angucken, ob man das so bezeichnen muss. Ich sage meinen Studenten immer, das ist eigentlich egal. Das ist eigentlich relativ egal, denn wenn man das konkret nun auf den Umgang mit Menschen bezieht, es geht darum, wie schon gesagt, einen Schutzbereich der Achtung und Würde der vulnerablen Lebewesen und Personen gegenüber aufzubauen, sowohl in denkerischer Hinsicht, aber auch in der praktischen Argumentation. Zum Beispiel in der Situation, in der wir uns jetzt hier gerade während des Interviews befinden, gilt das auch. Mhm. Ich hatte vor ein paar Wochen das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen von Harari, und er sagte, dass bestimmte Dinge, die auch nicht greifbar sind, nur dadurch entstehen, dass wir Menschen daran glauben, und wäre sozusagen der Umgang untereinander und sowas wie Ethik tatsächlich auch etwas, was verschwinden würde, wenn morgen niemand mehr daran glauben würde? Also ich würde mal sagen, mit Glauben allein ist nicht getan. Nee, also Glauben, das haben wir in der Zivilisationsgeschichte des Menschen gesehen, kann auch verschwinden. Es kann die größte chaotische Situation herrschen. Denken Sie an das 20. Jahrhundert, was da alles für Kriege gewesen sind. Da hat man dann an alles Mögliche geglaubt und jeder meinte, die Wahrheit auf seiner Seite zu haben. Also was aber das Wichtige an der Sache ist, Ethik ist eine Art von Widerstand. Ist eine Art von Widerstand, um den man nicht herumkommt. Ja, der beruht etwa darauf, dass wenn ich jemand begegne, zum Beispiel Ihnen oder Ihnen in der Situation, dass dann dieser Anspruch auftritt, eben Achtung und Würde, das, was ich vorhin Schutzbereich genannt habe, das also zu realisieren. Das ist etwas als Widerstand, etwas Widerständiges, um das ich auch nicht herumkomme. Ob ich da jetzt nun dann dran glaube oder nicht, denke ich, ist eine sekundäre Frage. Oder um es nochmal anders zu sagen, Ethik darf man nicht mit Lebenskunst verwechseln. Es geht nicht darum, sozusagen in Abstimmung mit seinen Kräften und seiner Umfeld ein möglichst gutes Leben zu führen. Das ist auch total wichtig. Aber das ist ja eine Initiative, die auf mir selber beruht. Ich könnte sie auch lassen. Mhm. Also wenn das alles ist, dann wäre Ethik nichts. Deshalb am Anfang muss also eine Art Widerständigkeit sein, dass man um diesen Anspruch, den Schutzbereich des Ethischen aufzubauen, Achtung und Würde dem vulnerablen Leben gegenüber, ich wiederhole noch einmal, dass man da nicht drum herum kommt. Mhm. Okay, jetzt haben Sie die Vulnerabilität schon häufiger genannt. Woraus ist denn, oder wie soll ich das beschreiben, wer entscheidet denn, ab wann jemand vulnerabel ist? Vulnerabilität ergibt sich aus der Tatsache, dass das vulnerable Wesen entstanden ist, lebte und starb. Die berühmte Definition, die Heidegger bei Aristoteles gab. Er wurde geboren, er lebte und starb dann. Okay. Das war alles. Also das heißt mit anderen Worten, was bedeutet, dass ein Wesen geboren wird? Das bedeutet etwas Doppeles. Erstens, es hat die Möglichkeit der Entfaltung, eine Art von Macht, also Potentialität, aus seinem Leben und dem Umfeld etwas zu machen, etwas zu gestalten. Nicht nur, was natürlich ist, sondern auch künstliche Welten hervorzubringen, Dinge, die nirgendwo wachsen. Das ist das eine. Und zugleich gibt es das andere Moment, nämlich, dass dieses Leben, dass diese Macht dazu hat, endlich ist. Mhm. Es ist endlich. Diese beiden Dinge kommen zusammen. Und irgendwann wird der Faktor der Endlichkeit den Faktor der Macht, der Gestaltungsmöglichkeit einholen. Mhm. Das nennt man Tod. Genau. Genau. Und die Vulnerabilität trifft auf alle Wesen zu, die dieses Charakteristikum haben. Sie sind entstanden, ob man das jetzt nun Geburt in engeren Sinne nennt, das gibt bei Menschen, bei Säugetieren, das oder im weiteren Sinne Entstehung, das muss man sehen. Es gibt eine Form der Austausch mit der Umwelt und anderes mehr. Das ist das Leben und dann das Ende. Mhm. In Bezug auf Pflege und Pflegebedürftigkeit wäre Vulnerabilität dann aber nochmal anders zu konkretisieren, oder? Ja, klar. Also das, was jetzt beschrieben worden ist, gilt ja nicht nur für Menschen, sondern auch für andere Wesen, wenn wir es aber auch für den Menschen, das ist ein Grundcharakteristikum eines jeden. Wenn wir jetzt in die Heilberufe kommen, also in die Medizin und in die Pflege und in die Therapie und anderes mehr, dann muss das natürlich spezifiziert werden. Der Weg sozusagen zur Pflegebedürftigkeit, der Weg zur Krankheit, zur Diagnose einer Krankheit geht immer von der Vulnerabilität aus. Denn nur Wesen wie zum Beispiel Menschen, die in dem allgemeinen Sinne vulnerabel sind, können überhaupt pflegebedürftig werden. Die können überhaupt krank werden, können überhaupt behindert sein oder behindert werden. Mhm. Okay.
das bedeutet, dass eine Vulnerabilität bei Maschinen nicht existent ist. Ja, wir sind jetzt dabei, diese Sache zu untersuchen. Mhm. Lassen wir das mal offen. Lassen wir das mal offen. Ja. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Bei Maschinen ist sie nicht vorhanden. Aber es ist ja jetzt ja so, dass die Maschinen so werden sollen wie die Menschen. Die Japaner sprechen von künstlichen Menschen. Es gibt jetzt Emotionsprogramme, wo also künstliche Menschen, also Roboter, auch auf Zwischentöne und nicht nur auf Ja-Nein reagieren können. Sozusagen. Sie wissen zwar, dass 10 nach 10 ist, aber was ist mit Warten, was ist mit Verzögerungen, was ist mit eben den typisch menschlichen Dingen, wo man 5 Grad sein lässt, was heißt das eigentlich ganz genau? Daran arbeitet man, dass die computerbasierte Auftritt der Roboter, dass die der Menschen immer ähnlicher wird. Und ob die auch vulnerabel sind, tja, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, das bringt mich eigentlich zu der Frage, ob es auch Bereiche gibt, in denen Ethik halt Grenzen hat. Also da sind wir jetzt wieder bei dem. Ist es der Bereich, in dem halt Menschen quasi nicht mehr sind? Oder wenn man von künstlicher Intelligenz spricht oder von Algorithmen, wird ja oft davon gesprochen, dass künstliche Intelligenz moralisch sein soll oder dass Algorithmen moralischer sein sollen, was ja im Endeffekt eigentlich gar nicht geht, vielleicht sogar. Also ist das vielleicht etwas, wo da zwei Dinge zusammengebracht werden, die eigentlich nicht zusammengehören? Die künstliche Intelligenz und der Mensch? Nee, die künstliche Intelligenz und die Moral. Oder die Ethik. Oder die Ethik. Ja, da habe ich mir natürlich jetzt richtig einen Stein ins Brett gefahren, dass ich das am Anfang direkt gefragt habe. Super. Aber damit ist es geklärt. Ja, also gibt es Bereiche, in denen die Ethik oder die Moral Grenzen hat oder ausgeschlossen solange ist? Solange ein vulnerables Wesen im Kontakt mit der künstlichen Intelligenz ist, wohl nicht. Mhm. Es wäre vielleicht interessant, wenn wir hier in diesem Raum, den wir jetzt setzen, zwei Roboter säßen und der eine würde interviewt und der andere würde nicht interviewt. Wir würden mal rausgehen, kann man ja mal gucken, was da passiert, was die auf diese Fragen antworten würden. Mhm. Also solange ein vulnerables Wesen dabei einbezogen ist, natürlich. Ist immer noch der ethische Anspruch im Spiel. Also denken wir doch mal ganz konkret, diese Sachen, die in der Altenpflege Platz greifen sollen. Also nicht nur die anreiche Roboter, die das reinkommen, das Glas hinstellen, das ist ja noch relativ einfach, sondern die kommunizieren, mit jemandem kommunizieren. Ja. So, da sieht man ja sofort, dass es da um die elementarsten Aspekte von Anerkennung, von Reziprozität, von Fürsorge, also alle von den ethischen Qualitäten, die wir seit 2000 Jahren kennen und entwickelt haben und die wir der Beziehung zwischen Mensch und Mensch zuschreiben. Dass es darum auch natürlich geht. Und wie könnte man überhaupt auf den Gedanken kommen, dass man solche grundständigen Prinzipien einer Maschine zuschreiben würde? Also man kommt da dazu oder man kommt überhaupt auf diese Diskussion, weil diese Maschine oder dieser Computer, dieser Roboter oder Avatar, wie immer sie das nennen, wie immer sie das technisch im Einzelnen spezifizieren, im Kontakt mit einem Menschen steht und damit kommt man automatisch dazu. Also man versucht grundsätzlich aber dabei bestimmte Emotionen auszulagern, oder? Oder zumindest irgendwie durch etwas hervorzurufen und damit natürlich auch eine Ethik zu etablieren, die vorher nur zwischen Mensch- und Mensch-Beziehungen vorhanden gewesen sein konnten und nun beispielsweise durch Maschinen ersetzt werden, um auf der einen Seite natürlich die gleichen Emotionen hervorzurufen, was aber eigentlich bedingt, dass ich auf der anderen Seite diese Emotionen ja auch haben muss, die sie überträgt. Die müssen ausgehandelt werden. Da muss eine Gemeinsamkeit entstehen. Mhm. So wie zwei Menschen sich riechen können müssen oder miteinander können müssen, wie man so sagt im Gespräch, wird das zwischen dem Roboter und der Person, sagen wir mal, einem pflegebedürftigen Person genauso sein. Mhm. Also was heißt es denn, dass der Roboter nicht nur etwas bringt, ein Glas, eine Tablette, sondern dass er im Bereich einer Care-Beziehung jemand unterstützt und hilft? Mhm. Ja, das ist die Frage. Das wird nur funktionieren, nicht wenn er zugreifen kann, wenn er kräftiger ist als der schwächere Mensch, das ist trivial, sondern wenn diese Beziehung, die dabei relevant ist, wenn die in irgendeiner Weise zustande kommt. Und wie das genau gehen soll, weiß man noch nicht. Mhm. Ich vermute, das wird man aber irgendwann darauf eine Antwort finden können. Mhm. Ich finde den Gedanken relativ interessant, wenn man das ja an vulnerablen Patientengruppen scheinbar prüft, ob die nicht grundsätzlich vielleicht eher positiv gestimmt sind, weil sie ja dann irgendwie auch in einer Abhängigkeitsposition stehen. Also inwieweit wären dann pflegebedürftige Menschen frei zu beurteilen, ob das
sozusagen das Gleiche wäre, wie als wenn es ein Mensch tun würde. Ach, das weiß ich nicht, ob das so ist. Sie mögen recht haben, aber wenn man noch mal einfach vom Alltag her denkt, das hat mit Technikakzeptanz zu tun. Mhm. Wir hatten mal eine nicht repräsentative Untersuchung im Bereich von Demenzversorgung. Mhm. Und da ging es um die einfache Frage, weil auch der Angehörige, der vielleicht an Demenz leidet oder erkrankt ist, sich natürlich auch autonom, das heißt mobil bewegen will und nicht eingesperrt sein soll, würde man akzeptieren, dass dem ein Chip in den Schuh gepflanzt wird, gesteckt wird, Entschuldigung, ja, ein Chip in den Schuh oder irgendwie ein Sender an den Gürtel, ja, so ein Ortungssystem, das heißt, der ältere Mensch geht dann weg und die Angehörigen oder aber dieses, das Pflegepersonal des Altenheims könnte auf einem Monitor verfolgen, wo er gerade ist. Mhm. So, allzu weit darf er nicht gehen, aber er kann durchaus aus der Sichtweite sein, da hinten hinter der Hecke. Mhm. Und das war die Frage, ist das akzeptabel, ethisch oder wie auch immer? Und wenn ich das kurz zusammenfassen darf, weil es ja verschiedene Personen gibt, die darauf antworten können. Es sind die Angehörigen, es ist die betroffene Person selber natürlich, die kann man ja auch fragen, sofern das geht. Mhm. Und es sind die Pflegenden. Wenn man das auf eine Jahreszahl oder ein Alter bringt, kann man sagen, alle Menschen im Durchschnitt, die älter als 39 sind, lehnen das ab. Haben gesagt, nee, das geht nicht, das lassen wir mal lieber. Und Menschen, die jünger als 39 waren, haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das dient ja nur der Sicherheit, mhm, einerseits der Person, andererseits sozusagen derjenigen, die sich um den kümmern müssen, und es ist dazu, dass da ein gewisser Freiraum für die betroffene Person, also jetzt hier den Menschen mit Demenz, gewährt ist. Mhm. Also ist es auch diese ganze Problematik, über die wir reden, eine Frage der Technikakzeptanz, und das ist eine Frage der Generation. Das heißt also, wir können davon ausgehen, zunächst erst einmal, dass sich diese Akzeptanz, dieses Verschmelzen von Mensch mit dem Handy, das er in der Hand hat, und es gibt der Künstler, die haben mittlerweile so Plastiken gemacht, wo der Mensch auf die Welt kommt. Das ist schon in der Hand drin, sozusagen. Ja. Die Hand sieht schon so aus wie wie ein Handy selber, dass die Akzeptanz dafür in der nächsten steigen wird. Und das wird sich dann auch irgendwann, logischerweise, davon ist auszugehen, auf den Bereich der Krankenversorgung auswirken. Und zwar in dem Sinne, dass das mehr und mehr Menschen auch akzeptieren werden. Das heißt also, dass die Krankenversorgung ihnen gegenüber durch künstliche Intelligenz zumindest unterstützt wird. Und die Akzeptanz geht sozusagen von jüngeren Patienten auch aus? Oder jüngere Anwenderinnen? Ja, weil das sind die, wie wir sagen, die Nerds, mhm, diejenigen, die mit dem Handy in der Hand groß geworden sind. Die Digital Native. Genau. Ah, so heißen die also. Sie sagen es. Okay, das bringt uns zu einem Thema von, ich habe das hier Fürsorge und Zwang irgendwie genannt, oder so Wohltätigkeit. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ich glaube, das steht in Ihren Unterlagen nicht drin, weil das habe ich einfach heimlich reingeschrieben. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Wobei, wir können das auch eigentlich jetzt machen. Sie haben jetzt gerade diese GPS-Sender erwähnt. Das finde ich einen interessanten Gedanken, weil mit dieser Benutzung grundsätzlich auch ethische Fragen neu formuliert werden müssen. Weil es wird ja einerseits zur Überprüfung verwendet. Das heißt, ich möchte einen bestimmten Bereich unter Kontrolle haben. Also ich habe hier sozusagen den Fürsorgegedanken. Wenn sich derjenige, der jetzt pflegebedürftig ist, Lauftendenzen hat, zu weit entfernt, hole ich ihn aber zurück. Das heißt, ich zwinge ihn im Grunde genommen daran, seinem natürlichen Freiheitswillen nicht nachgehen zu können. Das ist grundsätzlich ethisch nicht in Ordnung, oder? Das ist höchst ambivalent. Das heißt also mindestens zweideutig die Situation. Also zunächst mal gilt ja hier auch, ausgehend von unserer These, Ethik ist immer auch die Autonomie des Menschen zu achten, um das mal zu konkretisieren. Das heißt also, Sie können ja in dem Falle mit dem älteren Menschen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, auch sprechen. Sie können ihn ja fragen und können mit ihm sprechen, sagen, wir würden Ihnen gerne ein Chip, so ein kleines Ding, das kann man ja zeigen, in die Jacke legen, damit wir wissen, wo sie sind. Mhm. So, das dient ihrer Sicherheit. Mhm. Dass, falls es ihnen mal nicht gut geht, dass wir dann kommen können. Das kann man ja fragen. Und sofern die Person dem zustimmt, gibt es ja kein Problem. So, die Frage ist, und das ist dann die Grauzone bei Menschen, die man nicht mehr fragen kann. Ich vermute mal, dass da auch die Mobilität, das heißt, dass die in den Wald spazieren gehen und über so weite Strecken sich sozusagen
mobil sind, dass das auch nicht unbedingt der Punkt ist, der im Vordergrund steht. Ja, da wird dann vermutlich eine Bettlägerigkeit noch mit hinzukommen. Da wird dann vielleicht das Problem des selbstverletzenden, fremdverletzenden Verhaltens noch hinzukommen und andere Dinge mehr, sodass es nicht nur um den Chip geht, sondern auch andere Dinge Beachtung finden müssen. Wenn wir das im Lichte der freiheitsentziehenden Maßnahmen beispielsweise betrachten, dann hat das ja durchaus schon eine Relevanz, weil ich dann ja versuche, jemanden seine Selbstbestimmung abzuerkennen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also den ersten Fall, von dem wir ausgegangen sind, ist es unproblematisch, wenn die Person zustimmt. Den zweiten, den ich angesprochen hatte, es gibt auch Fälle, in denen die Vulnerabilität jetzt im Sinne einer richtigen Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass diese Frage sich gar nicht mehr stellt. Mhm. Und dann haben wir natürlich den großen Bereich noch, wo es dann um freies Entzug geht und da kommen wir ohne richterliche Genehmigung andere Dinge jetzt nicht aus. Das heißt, unser Rechtssystem, muss man auch nochmal hervorheben, ist ja grundsätzlich so gestrickt, dass wir gar nicht entscheiden dürfen, ob wir jemandem die Freiheit entziehen, sondern das ist grundsätzlich Aufgabe des Rechtssystems bei uns in Deutschland. Und das ist auch nochmal hochzuhalten. In anderen Kulturen, wie beispielsweise in Australien, ist das ja eher nicht der Fall. Scheinbar auch nicht in Spanien. Ja, es ist einfach weniger geregelt, ne? So, genau. Sagen, ja. Genau. Ja, ich finde das, also ich wollte da nochmal ganz kurz zurückkommen, ich finde das immer, gerade das Beispiel ist halt so ein Beispiel, wo man sich halt in so einer, also Sie haben das jetzt so sehr gut nochmal aufgemalt, aber für mich ist das irgendwie so eine grundsätzliche Dilemmasituation, also man bewegt sich so in so einem Spannungsfeld zwischen einen sicheren Bewegungsraum zu schaffen und freiheitsentziehende Maßnahmen, weil ich meine, dasselbe gilt ja zum Beispiel auch für so eine Klingelmatte, die man vors Bett legen kann, also solange ich die Klingelmatte dafür nutze, um einfach nur zu wissen, dass jemand jetzt vielleicht aufgestanden ist, aber sich sicher da erstmal bewegen kann, ist ja alles gut. Aber solange sie dazu dient, denjenigen oder diejenige dann wieder ins Bett zu helfen oder zu, ich möchte es nicht verfrachten, sondern zu legen, um den oder diejenigen eben nicht frei seine Bewegung da machen zu lassen, ist es halt, also das ist halt schwierig. Ne? Also das ist halt total spannend. Ich kann das nachvollziehen. Nur die Frage ist, wenn ich selbst, also das ist natürlich ein Graubereich, wenn ich sage, okay, ich benutze die Klingelmatte als Instrument, um jemanden daran zu hindern, von mir aus aufzustehen und dass ich ihn wieder ins Bett, das heißt, per se wäre das unterm Strich eine freiheitsentziehende Maßnahme. Jetzt werden sich die Richter aber bedanken oder die Amtsgerichte, wenn ich wegen solchen, also ich sag mal in Anführungsstrichen Banalitäten, jedes Mal einen Beschluss bräuchte. Weil es, also ich habe ja hier augenscheinlich einen Graubereich, der ethisch relevant ist und durch die Gesetzeslage überhaupt gar nicht abgedeckt werden kann. Das heißt, hier bin ich als Mensch immer auf mich allein gestellt, um die Situation entsprechend zu bewerten. Ja, wie kann ich diese Situation denn bewerten? Wie kann ich das? Vielleicht mal nochmal einen Schritt zurück. Warum taucht das Problem eigentlich auf? Weil das Recht mit 2, maximal 3 verschiedenen Anwendungsbereichen operiert. Entweder haben wir es mit einer Person zu tun, die selbstbestimmt und erwachsen ist. Wir haben es mit Dingen zu tun, die der Eigentum einer Person sind, das Eigentum einer Person sind, wie eine Flasche, ein Tisch. Und dann gibt's noch Tiere. Tiere sind jetzt keine Dinge, die haben auch eine Seele, aber Tiere sind unter Umständen oder meistens das Eigentum einer Person. Mhm. Also Person, Tier, Sache. So, und jetzt nehmen Sie mal jemanden, der eine Demenz hat. Was ist das denn eigentlich? Es ist im klassischen Sinne keine Person. Warum nicht? Weil auf die Person bestimmte Eigenschaften zutreffen. Die Autonomie, die Selbstbestimmung, die Geschäftsfähigkeit und andere Dinge treffen darauf zu. Und zwar so darauf zu, dass sie für andere nachvollziehbar sind. Das ist von wem so definiert oder so festgesetzt? Das ist eine juristische Definition. Okay. Das ist eine Definition, die in der Ethik auch diskutiert wird und die wir auch über 300-400 Jahre so diskutiert haben und die jetzt an eine Grenze kommt. Mhm. Ich reagiere auf das, was Sie sagen, dass diese Situation nicht geregelt ist. Und ich versuche zu erklären, warum eigentlich nicht. Also noch einmal, wir haben einen Menschen mit Demenz und es geht darum, inwieweit die Mobilität, das körperliche Ausagieren, das Gehen, das Weggehen, die Selbstbestimmung in dieser Hinsicht geachtet werden muss. Mhm. Wenn es eine Person ist, im klassischen Sinne gibt es kein Problem, weil wir davon ausgehen, dass sie selber weiß, was sie tut, dass sie verantwortlich weiß, was sie tut, sich und anderen gegenüber. Wenn es ein Ding ist, gibt es kein Problem, weil Dinge bewegen sich nicht weg. Die kann man auch, da ist es nicht. Und bei Tieren, da ist die Sache relativ klar. Das Tier hat das Prinzip der Bewegung in sich selbst. Mhm. Aber der Eigentümer entscheidet, ob die Tür aufgemacht wird oder nicht. Mhm. So, und jetzt
noch einmal gesagt, haben wir einen Menschen mit Demenz und das Problem tritt auf, über das wir hier diskutieren und das anderswo auch virulent ist, weil dieser Mensch auf keine der vier klassischen Kriterien zu bringen ist. Mhm. Er ist kein Tier, er ist im klassischen Sinne keine Person und so weiter, mhm. eine Sache sowieso nicht. Und jetzt geht es um die Frage, wie man damit umgehen soll. Deshalb hat man dann ja gesagt, wir müssen normative Instrumente schaffen. Mhm. In anderer Hinsicht Patientenverfügung und so weiter. Das ist der Grund, wie man die Autonomie von vulnerablen Wesen, in dem Fall Menschen, achtet, die faktisch aber nicht autonom sind. Mhm. Okay. Das, also unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass jetzt Menschen, die an Demenz erkrankt sind, in unserer Umwelt eigentlich ein rechtsleerer Raum sind und nur durch Instrumente wie beispielsweise Vorsorgevollmachten oder Sie hatten es gerade gesagt, Patientenverfügungen gesteuert oder greifbar gemacht werden können. Das ist ein Versuch, auf diese Situation zu reagieren. Das ist interessant. Mhm. Dass solche ethischen Fragen oder Fragestellungen so spät erst kommen. Also ich meine, wir leben in 2019, es gibt ja nicht seit gestern hilfsbedürftige Menschen oder auch behinderte mhm. Menschen. Also das ist ja in der Form das Gleiche und dass man sich jetzt darüber Gedanken macht, wie man damit umgehen kann. Ist es ethisches Versagen, dass das nicht vorher passiert ist? Vielleicht. Im Wesentlichen muss man aber eins sehen, die Reflexion, dass man sich über Dinge Gedanken macht, ist immer dem Sachverhalt nachträglich. Also erst gibt es das Problem, taucht es auf und dann die Notwendigkeit, darüber nachzudenken. Mhm. Und dann ist es so, wenn das in die politische Planung geht, das heißt, dass man Konzepte entwickelt, wie man künftig ein Gemeinwesen so aufstellen kann, dass diese Menschen darin leben können und so weiter. Das dauert natürlich seine Zeit. Ob es so lange dauern muss oder ob da nicht eher bestimmte Dinge eingreifen können. Darüber kann man gerne diskutieren. Aber es gibt immer dieses Missverhältnis zwischen dem Auftreten eines Problems, das als nachhaltiges erstmal erkannt werden muss auf der einen Seite und dann der Reaktion, dass man darauf antwortet. Hätten Sie Ideen, wie man dieser Frage so begegnen kann, dass am Ende was rauskommt, womit man gut arbeiten kann? Welcher Frage? Die Frage, wie beispielsweise demenzerkrankte Patienten oder von mir aus auch behinderte Menschen einen anderen Status bekommen, den Dinge, Personen oder Tiere haben. Ich kann mich da zunächst erstmal nur den Dingen anschließen, die es ja dann einiger Zeit schon gibt. Also es gibt ja den Nationalen Ethikrat, wie Sie vielleicht wissen, der Denkschriften herausbringt, die eine einige Abstraktheit haben. Das müssen Denkschriften auch, weil es ist eine Art von Konsensuspapier von verschiedenen Experten über ein bestimmtes Sachthema. Das darf nicht so konkret sein, weil das morgen so wieder hinfällig ist. Es muss eine gewisse Allgemeinheit haben, die man dann im zweiten Schritt auch auf einzelne Fälle und Situationen zu beziehen in der Lage ist. Und darin gibt es auch einen ganz großen Bereich, der den plakativen Titel trägt Demenz und Autonomie. Mhm. So, und da geht es genau um diese Frage, wie kann man die Autonomie von Menschen, die faktisch nicht autonom sind, sichern? Das ist natürlich ein Paradox, ja, aber das ist sozusagen genau das ethische Problem, mit dem wir heute zu tun haben und wo unsere Gesellschaft sagt, das ist das Problem, dass wir so annehmen und auf das wir antworten müssen. Und da gibt es dann verschiedenste Dinge bis hin zu Versorgungskonzepten, bis hin zu der Frage, wie das Lebensende zu gestalten ist, Lebensformaufbau, sowohl ambulant wie stationär und so weiter. Da sind wir erstmal gerade am Anfang. Mhm. Da wird noch erheblich viel mehr kommen und wir können auch natürlich viel in diesen Fragen von anderen Ländern noch lernen. Wie etabliert sich denn beispielsweise ein, ich sag mal, allgemeingültiges oder ein allgemein akzeptiertes Vorgehen, zum Beispiel bei Menschen in palliativen Situationen, weil soweit ich weiß, gibt ja dieser Nationale Ethikrat eigentlich, ich sag mal nur, also Sie haben jetzt Gedenkschriften gesagt oder Empfehlungen raus, aber das bedeutet ja nicht, dass man sich danach richten muss. Also es scheint ja irgendwo eine Konsensbildung zu geben. Wie etabliert sich das? Also wie ist der Prozess? Also ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Eine Denkschrift ist etwas, worüber man nachdenken soll. Etwas altertümlicher Begriff. Denkschrift kennt man heute gar nicht mehr. Der etwas zu denken gibt. Aber da ist in einem solchen Papier schon sehr viel Konsens mit drin.
Ja, ich selber habe bei solchen Dingen auch mitgearbeitet. Das sind dann Arbeitsgruppen von 30, 40 Expertinnen und Experten unterschiedlicher Art aus der Berufspraxis, der Hochschule, der Gesundheitsversorgung, aus dem Rechtswesen und was man sich nicht alles vorstellen kann, die diskutieren damit. Und wenn man dann auf einer bestimmten Ebene dazu kommt, bestimmte Prinzipien oder Leitsätze zu verabschieden, da steckt schon ganz viel Konsens drin hin. Und den Konsens kann man natürlich dann durchaus auch als gesellschaftlichen Konsens betrachten. Aber das ist nicht kategorisch verpflichtend. Der klassischerweise nächste Schritt besteht darin, dass solche Themen, die in einer solchen Konsens niedergelegt sind, und das wird ja mit Steuergeldern auch finanziert, dass das dann in Gesetzesvorhaben eingeht, mhm. in Ausbildungsordnungen, nicht? Und die sind dann verpflichtend. Mhm. Also okay. Wenn wir heute über Patientenverfügung sprechen, dann haben wir nicht unser Thema geändert, sondern dem Motto, gerade haben Sie über Ethik geredet, wo sind Sie denn jetzt? Wir sind immer noch bei der Ethik, sondern wir sind im bürgerlichen Gesetzbuch und das bürgerliche Gesetzbuch hat sehr viele sozusagen ethische Normen in Gesetze gegossen, um darauf hinzuweisen, liebe Bevölkerung, Achtung, Achtung, hier sind Dinge, die wir als sozialer Rechtsstaat ernst meinen und deshalb sind sie verpflichtend im Sinne eines Gesetzes. Mhm. Okay. Okay. Franziska, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch eine Frage? Nö. Nee? Gerade nicht. Okay. War für dich jetzt aber hinreichend thematisiert? Ja, ich glaube, der Einstieg war schon mal ganz gut, ne? Um nochmal auf Pflege zu sprechen zu kommen. Es gibt ja sicherlich auch ethische Grundsätze für Pflege. Also es gibt für Mediziner und Medizinerinnen den Hippokratischen Eid, wo bestimmte Grundsätze festgehalten sind, wie man sich entsprechend zu verhalten hat. Ist sowas für Pflege auch festgelegt? Nicht in derselben Weise. Es gibt den Hippokratischen Eid, mhm. klar. Der heutzutage durch das Genfer Genfer Gelöbnis vor einigen Jahren erneuert worden ist, weil natürlich der Hippokratische Eid als solcher, welcher auf Hippokrates zurückgeht, nicht mehr in allen Punkten der Gegenwart und den Anforderungen der Gegenwart, der biowissenschaftlichen Medizin und so weiter entspricht. Auch darf man noch mal gerne daran erinnern oder ungerne, aber man sollte noch mal sagen, dass natürlich auch die inhumanen Experimente im Nationalsozialismus auch von Ärzten begangen worden sind, die auch den Hippokratischen Eid gesprochen hatten, der offensichtlich da wohl auch nicht so wahnsinnig viel geholfen hat, jedenfalls er alleine nicht. Also es gibt den Hippokratischen Eid in der Erneuerung und es ist so, dass halt die Geschichte der Medizin dazu geführt hat, dass die Medizin eine Profession ist. Mhm. Sie hat also einen Berufsverband, sie hat eine Kammer, eine Ärztekammer und diese Ärztekammer hat entsprechende Möglichkeiten festzulegen, was das Ethos, das Berufsethos eines professionellen Arztes und einer professionellen Ärztin genau ausmacht. Mhm. So, und das ist heutzutage so. Es ist genau in ethischer Hinsicht festzulegen und in zwei Sätzen zu sagen, was die Aufgabe eines Arztes ist. Und es ist so, dass das auch überprüft wird. Und es ist auch so, dass bei Zuwiderhandeln ein Problem entstehen können. Ich meine jetzt nicht allgemeine strafrechtliche Verfolgung, sondern auch von der Ärztekammer selber. In der Pflege ist, wie wir das wissen, nicht so der Fall. Es gibt keine Pflegekammer. In dem Sinne, wie es eine Ärztekammer gibt. Keine bundeseinheitliche. Keine bundeseinheitliche. Sie sagen es richtigerweise, es gibt keine bundeseinheitliche. Und der zweite Schritt ist, es ist nicht in allen Punkten geklärt, ob oder gesagt, dass Pflege eine Profession ist, so wie es die Medizin ist. Mhm. Sondern sie ist in einigen Bereichen, aber nicht in allen, einigen Bereichen immer auch eine Hilfsdisziplin mhm. der Medizin, wohingegen sie es in anderen Bereichen nicht ist. So, das hat dazu geführt, dass wir hier einen von der Entwicklung Missverhältnis haben. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Tatsache, dass Pflegende auch studieren, akademische Abschlüsse erwerben, in der Hochschule tätig sind, in die Politik gehen, bei Krankenkassen arbeiten, beim medizinischen Dienst und so weiter. Das sind Entwicklungen, die wir selber alle noch mitbekommen haben, weil das ist maximal 20 Jahre her, 15, 10 Jahre. Und die Medizin ist eine Profession, die erheblich viel älter ist. Also können wir jetzt da bei der Pflege noch nicht so viel erwarten. Die Frage ist, was jetzt kommen wird. Das ist interessant, weil jetzt kann ich feiern. Wir hatten nämlich auf dem Weg hierher durch den Regen tatsächlich ein paar Bereiche beleuchtet, wo Ethik auch eine Rolle spielt. Und ich habe dann gesagt, dass ich das auch in Bezug auf den eigenen Beruf und das Berufsethos jetzt auch in Bezug auf Kammer irgendwie
relevant finde, weil man sich dadurch ja grundsätzlich also positioniert und auch sagt, was tue ich eigentlich? Und in dieser ganzen Kammerdiskussion sage ich immer, es ist einfach auch irgendwie eine Pflicht, für seinen Beruf festzulegen, was man da eigentlich tut. Und selbst das scheint ja dann ethisch berührt zu sein. Von daher mache ich mir nachher erstmal ein Bierchen auf. Ja, trinken Sie dann eins bitte für mich mit. Gerne. Und wenn Sie dann das aufstellen, worum es geht, immer darauf achten, dass das also nicht nur eine Binnenanerkennung ist, ne? Inwiefern? Also es kann ja nicht nur darum gehen, dass eine Profession selber festlegt, was sie tun möchte. Das reicht alleine nicht. Nein, natürlich nicht. Das reicht nicht. Nein. Da können Sie alles, denken Sie an die Mafia, die haben auch eine Binnenmoral. Die keine Kinder ja. und keine Frauen. Und wenn, dann gibt es Ärger in der Mafia. Okay, das bedeutet aber, dass von außen, also scheinbar dann auch ja in der Pflege, die eigene Sichtweise auf den Beruf, auf den Berufsethos Einfluss hat und dass da eigentlich ein Mittelweg stattfinden muss. Ja, es muss so sein, wenn man sagen wir, ein Ethos der Pflege, was allgemein verbindlich ist, so wie es das für die Medizin gibt, wir reden jetzt erstmal von Deutschland, ja. Ist, das muss von jedermann akzeptiert werden können. Mhm. Okay. Und wir haben ja viele Fälle, das müssen wir dann vielleicht auch nochmal sagen, in der Pflege, wo sie glauben, zutiefst ethisch zu handeln und das Ganze höchst problematisch gewesen ist. Mhm. Höchst problematisch gewesen ist. Also wenn es zum Beispiel um Nahrungsverweigerung geht und all diese Dinge, wenn es dann darum geht, um das im gegenteilige Beispiel, dass Menschen keine Nahrung mehr zu sich nehmen, sondern lieber sterben wollen und Pflegende dann dazu angehalten sind, die Magensonde zu entfernen und sagen, nein, das tun wir nicht, das können wir mit unserer Berufsethik nicht vereinbaren, hier stirbt niemand bei uns im Haus, dann sehen wir, dass die natürlich ein Ethos haben, das aber nicht akzeptabel ist, weil sie, der Umkehrschluss wäre in dem Fall ja gewesen, dass die Pflegenden Zwangsernährung bei jemandem, der nicht ernährt werden möchte, befürworten und durchführen. Das kann natürlich nicht sein. Andererseits würden Sie aber entsprechend Ihrer Tätigkeit dann nicht nachgehen. Also wenn Sie sagen, naja, also wenn ich ihn jetzt aber nicht ernähre, dann werde ich meinem Berufsethos nicht gerecht. Na, das ist aber ein Problem. Das ist falscher Berufsethos. Also mein Mensch darf doch sterben. Mhm. Ich kann doch sagen, ich möchte nichts mehr essen. Das ist möglicherweise traurig und verantwortungslos den Kindern gegenüber, den eigenen und der Frau, wie auch immer oder wenn sie immer auch wollen. Aber das muss doch möglich sein, das zu sagen. Und es muss möglich sein, dass andere das dann irgendwie auch akzeptieren. Mhm. So, wenn das der Fall ist. Okay. Oder denken Sie das andere Beispiel vom Altenheim. Ein Altenheim hat beispielsweise als Beispiel genommen einen Versorgungsauftrag, den der MDK kontrolliert. Die müssen auch gucken, dass die Leute genügend zu essen bekommen. Mhm. So, was passiert aber, wenn einer nicht essen möchte? Oder will nur Bier trinken und Zigaretten rauchen? Mhm. Ja, was jetzt? Wir sind wieder bei dem Thema Person, Persönlichkeit, Autonomie, freie Entfaltung derselbigen. Mhm. Oder aber, wie sieht es mit dem Schutz- und Fürsorgeauftrag der Institution aus? Ein klassischer Konflikt. Ja. Ja, was mache ich dann als Pflegende? Also, wenn ich bin, also, wie kann ich mir denn dann helfen? Der Bundesgerichtshof hat das entschieden. Ja, aber in der Situation, in der ich dann bin und dann akut handeln muss, dann warte ich ja, also. Also zunächst mal entschieden hat der Bundesgerichtshof was? Diesen Konflikt. Wer hat denn jetzt Vorrang? Was hat Vorrang? Und wer hat Vorrang? Das Individuum und seinen Wille irgendwie zu essen oder nicht zu essen auf der einen Seite und auf der anderen Seite oder auf der anderen Seite der Versorgungsauftrag des Heims. Und die Situation ist heutzutage so, dass das Individuum den Vorrang hat. Aber was macht das Heim jetzt? Ist ja die Frage. Dokumentieren, würde ich mal schätzen. Ja. Dokumentieren und aufklären. Dokumentieren, aufklären und die Kunst des rechten Loslassens üben. Ja. Ich habe früher Unternehmensberatung sehr viel gemacht, habe viel mit ambulanten Pflegedienst, also die da so mal so 2000 Mitarbeitern hat, so Seminare gemacht, Fortbildung, natürlich nur mit Multiplikatoren, nicht mit jedem Einzelnen, ist ja klar. Und da war immer wieder sozusagen, was sind da so Kernprobleme, da können Sie machen, was immer Sie wollen, das Problem des Loslassens, des Akzeptierens, Vulnerabilität heißt, man muss sich um Menschen in Notsituationen und in palliativen Situationen kümmern, aber irgendwie gibt es dann keinen Ausweg, der am Tod vorbeiführt, sondern man muss akzeptieren, dass die irgendwann gehen und muss da selber auch damit zurechtkommen können, muss das an sich heranlassen und irgendeiner Weise dazu eine professionelle Haltung ausbilden zu können. Das war immer wieder das Problem, dass das irgendwie nicht so recht gelungen ist, dass man darüber nicht nachgefragt hat und so weiter, nicht nachgedacht hat.
Und andere Dinge mehr waren, lagen da im Argen. Na, das hat ganz viel mit Aushalten auch zu tun. Ne? Ich muss ja diese Situation dann aushalten können. Genau. Mit mir selber und in dem Spannungsverhältnis dann. Ja, das führt zu der Frage, man hat ja scheinbar ein ethisches Verständnis vom Menschsein und muss dann aber aushalten können, dass jemand sich für etwas entscheidet, was meinem oder einem ethischen Anspruch sozusagen, Mensch zu sein oder weiterleben zu wollen, entgegenspricht. Und dann wäre ich ja eigentlich in der Situation, helfen zu müssen. Oder zumindest denkt man das. Also normalerweise kommen uns unsere eigenen ethischen Vorstellungen in die Quere und machen uns das Problem des Aushaltens. Ja, ich projiziere eigentlich das, was ich jetzt irgendwie gerade habe, nochmal auf jemand anders, oder? Also habe ich. Ja, genau. Ja. Also selber ein Sicherheitsbedürfnis zu haben und zu sagen, du brauchst das auch. Mhm. Ja. Das passiert in der Pflege ja auch gar nicht so selten, oder? Diese Projektion von Dingen, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt für den Patienten oder für die Patientin jetzt gerade total wichtig, aber eigentlich merkt man hinterher, ist gar nicht so, sondern das war das, was ich gefühlt habe und nicht. Bei so ziemlich jeder Anbringung von Bettseitenteilen im Heim oder im Krankenhaus. Mhm. So. Und dahinter steckt, das haben Sie ja nur schon indirekt angesprochen, der Tod. Weil das ist das eigentlich unfassliche Problem. Mhm. Das eigentlich unfassliche, ja was, Ding, Sache, dass plötzlich jemand nicht mehr da ist. Mhm. Wie? Der war doch gerade noch da. Sie kennen doch die ganzen Sprüche der Angehörigen. Der hat doch gestern noch mit mir geredet. Wo ist er denn jetzt? Das führt natürlich zu der Frage, wenn Medizin und Pflege jetzt zusammenarbeitet, wenn Medizin etwas entscheidet, wo Pflege nicht mitgehen kann. Wie muss ich Pflege dann positionieren? Also aus meinem Verständnis heraus müsste sie eigentlich sagen, ich werde diese Entscheidung nicht mittragen, weil es zum Beispiel, weil das Individuum hier im Vordergrund steht, so wäre gleichzeitig aber ein Widersetzen der medizinischen Maßnahme. Wie müssen sich Pflegende am besten positionieren? Also ich würde im Idealfall dafür plädieren, dass die Pflege da nicht auf sich alleine gestellt sein sollte. Denn wenn man diese Frage so wie Sie formuliert, kommt man ziemlich schnell an die Grenzen. Mhm. Also die haben ja im Krankenhaus einen Arbeitsvertrag zum Beispiel. Mhm. Das heißt also, wenn sie bestimmte Dinge, die ich durchführen, werden sie entlassen. Mhm. Punkt. Also so einfach ist der Sachverhalt. Weil es gibt bestimmte Aspekte, zu denen der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer verpflichten kann. Ja. Das Krankenhaus selber ist ein Krankenhaus, weil es an die Zulassung des Versorgungsbetriebes durch den Staat erhalten hat. Das heißt, es macht dort Maßgaben, die akzeptiert sind und gibt die an seine Mitarbeiter weiter und sagt, hey, du, sie führen jetzt das, was zu unserem Versorgungsauftrag gehört, aus. Und wenn man sich dem widersetzt, wird man logischerweise mit Konsequenzen zu rechnen haben. Mhm. Aber durch die Zunahme von Menschen mit chronischen Erkrankungen, durch das Hinzukommen von neuen Erkrankungen, von denen wir vor 30 Jahren noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich die Möglichkeit von Fehlern, die Möglichkeit von Dissens, die Möglichkeit von Nicht-Einstimmigkeit in der Behandlung und Durchführung der Behandlung und Versorgung von Patienten gestiegen. In dem Fall, und ich sagte, die Pflege soll nicht alleine bleiben, wäre es sinnvoll, dass es in der Institution, und die Institution musste darauf Wert legen, die Möglichkeit gibt, diesen Dissens, der besteht, wo auch die Angehörigen mit im Spiel sind, oder der Betreuer im Sinne der Patientenverfügung und anderes mehr, wo es dort ein Forum gibt, man nennt das, glaube ich, klassisch Ethikforum oder wie immer Sie das nennen wollen, wo solche Sachen thematisiert werden können. Mhm. Und vielleicht sollte man noch mal einen Punkt auch bei allen Kritiken, die das Krankenhauswesen bei der Privatisierung und Konzentrierung und so weiter auf sich zieht, heutzutage auch noch positiv erwähnen. Diese Annahme, dass es notwendig ein Ethikforum in einem Krankenhaus gibt, die ist heutzutage bei auch Konzernen mittlerweile gestiegen. Denn was ist ein Ethikforum? Ich richte das ein und gebe damit zu, es gibt Dinge, die sind problematisch, auch bei mir. Die Alternative wäre zu sagen, wir haben keine Probleme. Es passiert nie etwas. Ja. Und was könnte problematisch sein? Das ist nur eine Sache. Es tritt eine Frage auf und mit der Frage ein Problem, das durch ein Mehr an Wissen und ein Mehr an Autorität nicht entschieden werden kann.
Das heißt, sie können jetzt nicht gucken, mir fehlt Wissen, ach, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Mhm. Das reicht nicht. Und mehr an Autorität, sie müssen jetzt nicht irgendeinen Oberchef, der alles durchsetzt, das reicht auch nicht. Sondern wenn beides nicht reicht, Wissen, wir sind immer noch nicht bei einer befriedigenden Antwort, Autorität, wir haben Personen, das heißt ja, die Verantwortung wird auch nicht reicht, dann brauchen sie ein Ethikforum. Mhm. Dann brauchen sie eins. Und wenn sie sagen, wir haben eins, dann geben sie als Institution zu erkennen, dass sie es mit solchen Problemen zu tun haben. Und natürlich zugleich auch, dass sie einen Ort geschaffen haben, wo sie darüber reflektieren können, im Sinne der Ethik. Ja. Ja. Obwohl dann sozusagen Konsentierungen stattfinden, wie mit solchen Fällen umgegangen wird. Also und so weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, also das hilft jetzt dann in der akuten Situation nicht, um wenn der Dissens schon aufgetreten ist, aber in einer in Anführungszeichen besseren Welt vielleicht würde dieser Dissens ja, wenn es möglich wäre, gar nicht erst auftauchen, weil die Entscheidung an sich vielleicht im Konsens mit unterschiedlichen Gruppen direkt getroffen wird, oder? Also dass man sich, dass das dieses schwierige Spannungsverhältnis halt schon vorher auftritt und man die Entscheidung dann innerhalb einer Ethiksitzung oder eines Ethikkomitees halt eben getroffen wird und man dann hinterher alle Beteiligten quasi mit der Entscheidung leben können. So. Also so ethische Fallbesprechungen dann. Ja, schon, aber schon vorher, bevor eine bestimmte Entscheidung getroffen wird und man dann hinterher nochmal die Entscheidung aufrollen muss. So. Ja gut, aber er sagte ja vorhin so, darüber unterhält man sich erst, wenn das Problem schon da ist. Aber ich meine, wenn es die Möglichkeit gibt, dann... Also ein bisschen, klar, kann man aber diese Differenz zwischen Problem tritt auf und wir reden drüber, kann man natürlich verkürzen, das ist ja klar. Also es ist grundsätzlich eine Diskrepanz, die auch größer ist, aber man kann es natürlich verkürzen. Mhm. Das ist ja klar. Also wenn Notfallsituationen in der Gesundheitsversorgung auftauchen, gilt immer der Plan Lebensrettung und Lebenserhaltung. Mhm. Das ist klar, da wird nicht drüber diskutiert und alles weiter muss zeitnah besprochen werden. Mhm. Und wir haben ja mittlerweile so Meldesysteme und auch Systeme, wie so ein Ethikforum eigentlich einberufen wird. Man kann nicht sagen, ach, in 2 Monaten ist die nächste Sitzung, na gut, dann warten wir mal. Nein, nein, das ist dann schon so eine Ad-hoc-Situation. Und die Institutionen müssen, wenn sie denn gut sind, darauf auch vorbereitet sein. Mhm. Ja, tatsächlich. Da, wo ich gearbeitet habe, gab es auch ein Ethikkomitee. Das hat sich, ich glaube, alle halbe Jahre mal getroffen. Das fand ich zu lang. Mhm. Fand ich zu lang. Aber scheinbar gab es nichts zu bereden. Oder zumindest keine größeren Themen. Ich bin jetzt am Freitag. Warum haben Sie denn nicht mal was zur Sprache gebracht? Ich habe das bei der Direktion wohl angesprochen. So, die Direktorin war da auch Mitglied, aber... Nein, ich meine, aber jetzt nicht angeprangert oder kritisiert. Nee, ich meine jetzt in dem Sinne, warum haben Sie denn jetzt nicht mal darauf gedrängt, dass ein Ethikforum einberufen wird zur Diskussion um die Frage A, B, C? Ja, das ist eine interessante Frage. Wobei ich natürlich auch, also ich war ja auf verschiedenen Stationen auch da und es gab immer wieder Grenzfälle, die man ethisch hätte besprechen können, aber ich kam eigentlich nie auf die Idee, das mal größer aufzuräumen, weil sich häufig die Fragen innerhalb der Situation schon geklärt haben oder auf Stationsebene auch schon geklärt haben. In der Regel war Medizin da federführend, muss man ganz klar sagen. Und das hat wieder zu Unsicherheit bei Pflege geführt. Also der Arzt hat gesagt, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Und dann ging das Geläster natürlich los. Ne? So. Und zwar, als der Arzt nicht im Zimmer war. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Ja, klar. Ja. Genau. Da haben Sie viel von dem Verhalten der Pflege als Profession mitbekommen. Wir haben mal eine Untersuchung auf Intensivstationen gemacht, da ging es genauso darum und es zeigte sich das alte Phänomen. Wenn keiner im Zimmer ist, waren alle besonders kritisch. Wenn es dann aber in der Situation darum ging, jetzt zu sagen, Achtung, Achtung, der Patient an der Patientenverfügung, wir haben da gar nicht richtig reingeguckt oder da ist noch ein Betreuer oder so etwas, da müssen wir mal mit sprechen, weil der ist relativ kurzfristig zu bekommen, dann wurde nichts gesagt. Ja. Genau dann nicht. Ich habe das auch tatsächlich erlebt, dass gar nicht nachgeguckt wurde. Also immer erst im Fall, wo man handeln musste, hat man erstmal in die Akte geguckt, ist überhaupt eine Patientenverfügung da, ist ein Beschluss da oder sonst irgendwas. Vorher hat das niemand interessiert. Wenn es Patienten gewesen sind, die aus den Heimen kamen, ist ja häufig alles mitgekommen an Formalitäten. Das wurde häufig, also nicht in allen Fällen, aber es wurde häufig einfach nicht registriert. Erst dann, wenn es wirklich zum Problem kam. Oder die Übergabe war schon als Problemfall, sage ich mal in Anführungsstrichen, beschrieben. Dann hat man sehr wohl darauf geachtet, dass solche Formalitäten eingehalten sind. Also gibt es denn einen Beschluss? Dürfen wir denn das und das auch machen? So, ja. Aber ja, muss man vielleicht in seiner eigenen Praxis einfach auch mal reflektieren, wann es Zeit ist, solche Dinge auch zu besprechen. Tatsächlich.
Ich habe hier Pflege versus Ökonomie stehen. Es wird ja immer wieder irgendwie behauptet, dass irgendwie Gewinnabsichten in Gesundheitseinrichtungen eigentlich unethisch sind, also zumindest nicht dahin gehören. Würden Sie die Aussage teilen? Nein. Wie kommen Sie zu der Aussage? Also wenn Sie mich so allgemein fragen, würde ich es nicht teilen, weil die Gesundheitsversorgung kostet ja schließlich Geld. Ja. Und sie bringt damit auch Geld. Ja. So, das ist jetzt von vielen Wahrheiten, aber nur eine. Ich sehe das ähnlich. Also es ist halt mittlerweile zum Wirtschaftsgut avanciert und warum, also lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr zurückdrehen. So, das ist sicherlich ein Zustand, der. Ja, das Ethische daran ist ja, dass wir in eine Umlageversicherung eingewilligt haben, wenn wir das mal so sind. Jeder, oder es kann unterstellt werden, oder es wird unterstellt, dass jeder akzeptiert, dass von seinem Lohn ein bestimmter Teil in eine Pflichtversicherung gegeben wird, sodass denjenigen, die bedürftig sind, daraus unterstützt werden. Und wenn ich selber bedürftig bin, so sagt es die ideale, gute alte Theorie, ich dann davon profitiere. So, und das heißt ja mit anderen Worten, dass ich die eigene Vulnerabilität anerkenne und für den Fall, dass es dann eine akute Situation zu einer Krankheit führt, gibt, dass dann etwas getan wird. Und insofern muss dieses System natürlich dann auch, und das war jetzt die erste Wahrheit und das, was ich jetzt sagte, dieses ethische Moment der Anerkennung der eigenen Vulnerabilität und der Versorgung ist das sozusagen andere Argument, muss das auch irgendwie finanziert werden. Und es muss auch darauf geachtet werden, dass man mit dem Geld vernünftig umgeht und dass das nicht verschleudert wird. Also muss eine gewisse Rationalität des Ökonomischen da auch Einzug halten. So, damit sind wir aber natürlich nicht bei der gegenwärtigen Problemlage. Ne? Ja, die gegenwärtige Problemlage steht sich ja deswegen da, weil aufgrund dieser Ökonomisierung rationiert wird oder Rationalisierungsprozesse in Gang gesetzt werden, die nicht mehr dazu führen, dass Menschen entsprechend versorgt werden können. Und auf dieser Basis ist wahrscheinlich eher die Kritik angesiedelt. Klar, also was wir jetzt gesagt haben, war sozusagen Ethikseminar, Bachelor, erstes Semester, ethische Grundlagen des Gesundheitswesens. Ja klar, ich meine, wenn man einmal anguckt, man hat dann, um also die Finanzierung des Gesundheitswesens durchführen zu können, angefangen Krankenhäuser zu privatisieren, die dann zu Ketten zusammengeschlossen werden und das andere große Instrument, dass man die Abrechnung auf DRGs umgestellt hat. Ja. So, und da kann man natürlich fragen, wo kommt eigentlich die vulnerable Person, in dem Fall, wir nennen den Patienten, und Patienten sind in Wirklichkeit im Krankenhaus Menschen, gibt ja auch Tierkliniken, meine Katze war ja auch schon mal in stationär im Krankenhaus, konnte ja auch besuchen, das immer. War Essen gut? Ja, das ist eine wichtige Frage. Ja. Ja, war Essen gut, ja genau. Waren die Pfleger nett? Genau. Genau. Und man dann da fragen kann, wo eigentlich die vulnerable Person, also der Mensch, in dem, was relevant in ökonomischer Hinsicht, eben mit der Abrechnung nach den DRGs überhaupt vorkommt. Wo kommt denn eigentlich die Kontaktzeit, die Kommunikation, das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, wo kommt das eigentlich davor? Das Argument lautet, nur wenn es davor kommt, ist es wichtig, nur wenn es abrechenbar ist, dann wird das auch realisiert, ansonsten fällt es hinten rüber. Und das ist das Problem, das wir haben. Ja, dass also die damit verbundene Rationierung zu Ungerechtigkeit führt. Ich überlege gerade, normalerweise würde sich das nur abbilden in den Pflegediagnosen, wo dann auch Beratung entsprechend Bestandteil sind. Also wo wirklich Oder Sie haben schlaue Medizincontroller. Naja, es gibt ja pflegerelevante Nebendiagnosen, das wohl schon, die aber häufig auch sehr funktional ausgelegt sind. Ja, so, natürlich. Also ja, genau, der Mensch fehlt im DRG-System. Zunächst einmal kommt er nicht vor. Nee, kommen nur Zahlen vor, OPS und Diagnose, genau. Und der andere Aspekt, um den nochmal damit zu verknüpfen, wir haben halt im Gesundheitswesen, wenn wir es aufs Krankenhaus beziehen, den Übergang von der staatlichen Anstalt zum privaten Betrieb. Und der private Betrieb bedeutet, seit dem Roland Koch in den 2006er Jahren die beiden Kliniken Gießen und Marburg zusammengeführt und dann in die Privatheit entlassen hat, dass ein Krankenhaus auch pleite gehen kann. Ist das in Deutschland eine schwierige Situation? Also wir haben knapp 2000 Krankenhäuser. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass natürlich damit dann das wirtschaftliche Überleben eine wichtige Maßgabe im Krankenhaus ist. Das steht dann ganz oben. Wenn Sie ein Konzern sind und haben Krankenhäuser, dann wollen Sie wirtschaftlich überleben. Und Sie wollen möglicherweise Gewinne oder doch zumindest keine Verluste machen. Die Finanzierung
ist aber trotzdem staatlich. Also auch wenn die Institutionen privat sind, bedienen sie sich ihrer Finanzierung des Umlageverfahrens, was das ja aus der Gesellschaft finanziert wird. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja dann nur halb verwerflich, im Grunde genommen, weil es hat keinen eigenen Wirtschaftszyklus. Da gucken wir genau hin, was verwerflich ist. Aber was sie doch da auch finden können, ist zum Beispiel, wenn sie an die Pflege denken, dass gar nicht mit vollem Personal die Stationen besetzt sind, sondern mit Springern. Ja. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die auf die Privatisierung im Rahmen der Konzernstruktur zurückzuführen ist. Das hat mit den DRGs gar nichts zu tun. Mhm. Genau. Gibt es ja neuerdings seit diesem Jahr das Pflegepersonalstärkungsgesetz, wo es um die Refinanzierung von Pflegepersonal geht. Ist es nicht dann auch, also ich würde jetzt nicht sagen staatliches Verschulden, aber zumindest mal, dass die Umlagenfinanzierung nicht darauf konzipiert worden ist, die Gesundheitsversorgung zu fokussieren. Also die Rationalisierung in Krankenhäusern hat dazu geführt, dass Menschen schlechter versorgt sind, weil eben zu wenig Personal da ist. Aber die Finanzierung ist sozusagen staatlich getriggert und der Staat hat nicht nachgerüstet und deswegen sind die Zyklen so, wie sie sind. Also wer trägt denn jetzt eigentlich, ich sag mal, nicht die Schuld daran, aber wer wäre jetzt eigentlich in Handlungszug, diese ethischen Grundlagen wiederherzustellen? Ja, das ist das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Unser Gesundheitsminister. Das heißt also, wir sind ja auf der Dimension, auf der Ebene des Staates. Mhm. Also einen Konzern können Sie dafür nicht verantwortlich machen. Der hält sich an seine Regeln. Der muss sehen, dass die Konzernstruktur funktioniert. Und es geht hier ganz klar um die staatlichen Rahmenbedingungen. Auf jeden Fall. Wir haben ja, unser Gesundheitsminister hat ja jetzt gerade wieder versucht, etwas zu korrigieren und zu verbessern. Macht er gerne. Ja, das ist halt, ja, natürlich kann man das auch kritisieren, das ist halt so wie auf einem Ochsen reiten, der sich dann so wild in der Westernbahn bewegt, dann halten sie sich mal fest und fliegen nicht runter. Ja, also wir haben das ja schon häufiger gehabt, also mit Jens Spahn. Was man ihm gutheißen muss, er macht viel. So, also ob das jetzt unbedingt das Richtige ist und ob er die nächste Legislaturperiode auch noch dabei ist, wird sich auch nochmal zeigen. Von der SPD wird es wahrscheinlich eher auch keiner machen. Mhm. Aber es ist zumindest erstmal nicht umkehrbar oder schwieriger umkehrbar. Und das ist vielleicht nochmal was einigermaßen Positives, auch wenn beispielsweise Bestrebungen wie konzertierte Aktion Pflege häufig zerrissen werden. Das ist natürlich schade. Aber ich finde es interessant, dass auch Sie sagen, dass es eigentlich staatliches Verschulden ist. Und dass wir diese unethischen Zustände in der Gesundheitsversorgung eigentlich viel zu lange haben geduldet, obwohl wir ein, würde ich mal meinen, intaktes ethisches Verständnis im Umgang mit Menschen haben in Deutschland oder haben sollten. Ich würde das unterstreichen. Nochmal die Ausgangsthese. Es gibt eine Differenz zeitlich zwischen dem Auftreten eines Problems und der Reaktion. Ja. Aber man hätte hier auch schon eher sich auf die Veränderungen in der Gesundheitsversorgung einstellen können. Stichwort Zunahme chronischer Erkrankungen, chronisch erkrankte Menschen mit akuten Erkrankungen im Krankenhaus und all diese Probleme. Das war ja nun schon länger absehbar, dass dort etwas zu tun ist. Und das ist im Wesentlichen auch ein Versorgungsproblem für die Pflege und auch für das Personal. Mhm. Mir fällt da gerade noch die Akademisierung an. Sie haben chronische Krankheiten gesagt. Es gibt es ja aus der Pflege heraus selbst die Bestrebungen, auch jetzt hier in Witten, Studiengänge beispielsweise wie Community Health Nurses, ich sag mal weiter auszubilden, das auszubauen, um Menschen eventuell auch an ambulanten Strukturen entsprechend zu versorgen, weil die scheinbar entsprechend untergehen. Ist das nicht ein Versuch aus der eigenen Berufsgruppe, diese ethisch desolaten Zustände zu verbessern? Also ist Akademisierung grundsätzlich etwas Positives in ethischer Hinsicht? Also nicht nur für den Beruf und für die Versorgung, sondern eben auch aus ethischer Sicht eine Weiterentwicklung des Berufes? Möglicherweise. Ich würde den Oberbegriff vielleicht etwas anders wählen. Also wenn Ethik immer ist, ist schon gut, aber man kann natürlich auch Differenzierung wählen. Das ist eine Offensive in der Qualitätsentwicklung. Okay, verbuchen wir so. Verbuchen wir so. Machen wir so. Ja. Okay. Wollen wir zur Patientenverfügung kommen? Ist vorhin schon mal kurz angeklungen. Ja. Ja, doch, okay. Ist wahrscheinlich das Beste, würde ich sagen. Grundsätzlich Patientenverfügung, was kann man darunter verstehen? Was ist das? Übrigens auch Patientinnenverfügung.
Also wenn es ist hier nicht notiert. Wenn Sie wissen wollen, was eine Patientenverfügung ist, gucken Sie einfach ins Gesetz, da steht es drin. Ja. Also das ist jetzt keine, der Versuch einer lapidaren, arroganten Antwort. Ich will darauf hinweisen, dass das also definiert ist, ja, sodass relativ kurz und relativ einfach, das ist festgelegt. Das ist das Gute an der Sache. Seit 2009 übrigens schon, vor 2009 gab es das auch schon, die ganze Diskussion. Und es waren halt die entscheidenden Fragen, sind erst seit 2009 geklärt worden. Die waren vorher alle offen. Welche Fragen waren das genau? Wer ist der Adressat der Patientenverfügung? Mhm. Also Patientenverfügung dürfen nur erstellt werden von volljährigen Menschen, die einwilligungsfähig sind. Und sie legen etwas fest für den Fall, dass sie eines Tages nicht mehr einwilligungsfähig sind. Was also die Gesundheitsversorgung, die heilberufliche Behandlung und alles, was in dem Zusammenhang wichtig ist, betrifft. Mhm. Ja, und jetzt? Das schreibe ich jetzt auf, mache eine Schublade auf, lege das da rein. So. Erstmal, wer weiß, dass das da drin ist. Man hat dann gesagt, das müssen wir bei der Notarkammer anmelden. Okay, gut, jetzt sind wir im Krankenhaus. Jetzt wird offensichtlich das, was in der Patientenverfügung steht, akut. Mhm. Wie kommt dann jetzt die Notarkammer und das Krankenhaus? Da gibt es auch keinerlei Verbindung. Mhm. Oder wie ist das denn jetzt zu verstehen? Soll der Chefarzt das aufreißen und lassen Sie mich mal lesen? Dann klappt er das zu und sagt, okay, wir machen jetzt das. Mhm. Das ist ein großes Problem. Das war anfangs die Diskussion, das ist ein großes Problem, weil dieselben Sätze, die ein Patient schreibt, ein Arzt liest, kommen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Also nehmen wir ein klassisches Beispiel. Für einen Menschen ist es relevant zu leben mit einer gewissen Lebensqualität, was immer das genau sei. Das kann ganz unterschiedlich sein. Man kann auch als behinderter Mensch logischerweise mit Lebensqualität leben oder mit Demenz, das ist schon klar. Aber diese Frage, möglichst ohne Schmerzen, mit Qualität in einem gewohnten Alltag zu leben. Und wie aus der Anfangssituation der Patientenverfügung kennen wir ja diese Beispiele, dass Menschen dann verfügten, dass wenn das nicht mehr gegeben ist, mein Leben nicht mehr in der gewohnten Weise, nicht mehr mit Lebensqualität, dann möchte ich nicht weiterleben. Mhm. Tja, geben Sie das mal einem Arzt. Der Arzt sagt, ob das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Ärzte urteilen nicht nach diesen existenziellen Kategorien. Mhm. Die kommen im Medizinstudium auch gar nicht vor. Die machen sich nicht darüber sozusagen heutzutage anheischig zu sagen, die Lebensqualität wird nicht wiedergekommen, also wir werden den nicht weiter ernähren. Die werden sagen, das wissen wir nicht, wir warten mal ab, wer die Nacht übersteht. Mhm. Und dasselbe werden sie morgen auch sagen. Das heißt also, dass also die Antwort auf die Frage, wer der Adressat der Patientenverfügung ist, dass das jetzt der Arzt, der behandelnde Arzt sein sollte, ist problematisch. Mhm. So, und deshalb musste diese Frage dringend geklärt werden. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte mit der Kutzer-Kommission und der Bundesgesundheitspolitik der 2000er Jahre aufrollen. Es ist dann entschieden worden und so gilt es heute noch, dass der Adressat der Patientenverfügung der Betreuer des Patienten ist. Genau, der ist der Betreuer. Der ist derjenige, der diese Patientenverfügung unterm Arm hat und wenn er sie nicht hat, ist sie ihm zu geben. Mhm. Und wenn es keinen Betreuer gibt, dann müssen wir einen ernennen. Mhm. Und diesem Willen ist Folge zu leisten. Bitte? Diesem Willen, also der Patientenverfügung, was dort notiert ist, ist Folge zu leisten. Die Aufgabe des Betreuers ist es, den in der schriftlichen Patientenverfügung niedergelegten Willen des Patienten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Mhm. Jetzt ist die Patientenverfügung aber 15 Jahre alt. Beispielsweise. Bleibt das unverändert? Im rechtlichen Sinne bleibt das so. Es ist keine gesetzlich niedergelegte Erneuerungsfrist der Niederlegung des Willens, des schriftlichen, vorgesehen. Es ist auch keine Registrierung bei der Notarkammer oder irgendetwas anderes. Das ist nicht notwendig. Wenn man das machen will, kann man das tun, aber das ist nicht notwendig. Das ist irrelevant. Ja, wenn Sie vor 15 Jahren geschrieben haben, ich möchte dann und dann dies und dies nicht. Und heute kommt es zu der Entscheidung, weil Sie vielleicht einen Unfall oder irgendwelche anderen tragischen Dinge erlitten haben, dann wird danach entschieden. Mhm. Es sei denn natürlich, es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Also die kommen wieder zum Bewusstsein und sagen, ah, jetzt möchte ich einen Schnitzel essen. Dann wird man nicht sagen, Moment, Sie haben vor 15 Jahren gesagt, nein. Sie wollen nichts mehr essen. Ne? Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Nee, hast du nicht. Welche Aspekte in so einer Patientenverfügung tangieren denn mich als Pflegende dann?
Ja, also die Frage war in den 2000 Jahren, wer eigentlich der Adressat der Patientenverfügung ist. Es hatte auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, das sollen die Pflegenden sein. Die Antwort auf die Frage ist, ist es weder der Arzt noch die Pflegende? Das ist der Betreuer. Vielleicht kurz die Erläuterung. Es gibt ja ein Betreuungsrecht. Das Betreuungsrecht ist der Ausdruck des Sozialstaates. Es heißt in Paragraph 1896, wer seine Angelegenheit nicht mehr regeln kann und so weiter, bekommt von Amts wegen oder auf Antrag einen Betreuer. So, das heißt also, wenn einer nicht mehr kann, steht er nicht alleine. Es gibt jemand, der sich um ihn kümmert. So kann man das ja zusammenfassen. So, und damit wir jetzt nicht in einen Interpretations-, Auslegungs- und Normenkonflikt kommen, ist die Frage, und wenn der jetzt auch noch eine Patientenverfügung hat, wer ist denn dann derjenige? Hat er schon Betreuer und hat man das in dieselbe Hand gegeben? Mhm. Ja, es ist dasselbe. So, also der Betreuer hat nur die Aufgabe, dem Willen des Patienten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Er muss sagen, ob das, was in der Patientenverfügung steht, auf die aktuelle Behandlungssituation zutrifft. Und wenn es dann darum geht, herauszuarbeiten, wie es jetzt weitergeht, also in der medizinischen Behandlung, ist vorgesehen zunächst einmal, dass der Betreuer ein Gespräch mit dem Arzt führt. Okay. Und die Behandlungsentscheidung ist nun eine, die aus zwei Elementen besteht, der medizinischen Indikation, die verantwortet der Arzt, und dem Willensbekundung des Patienten, in die Indikation einzuwilligen oder nicht, das verantwortet der Betreuer. Mhm. So, und die Pflegende kommen auch irgendwann ins Spiel, aber erst in der dritten, vierten. Ja, das war die. Das war das. Was war ja zunächst einmal gar nicht. Ja. Ja. Der, was die vorhin sagten, Pflegende, also man muss auch mal sterben lassen, wird damit ja aufgehoben, wenn der Patient sagt, nö, ich möchte das und das und das und das. Ich muss den folgen. Das ist ja eigentlich eine, ich will nicht sagen Vereinfachung, aber etwas, was eindeutiger ist, als wenn es sie nicht gäbe, natürlich. Ich meine, dafür ist sie natürlich auch gemacht, aber eine Erleichterung der Entscheidung. Ja. Mhm. Wenn der Patient entscheidet, dass er nicht mehr möchte, ja, so, dann wird mir die Entscheidung abgenommen. Das ist ganz schön. Nur wenn sich der Patient vor 15 Jahren dazu entschieden hat, er möchte das und das. Und man sieht eigentlich, das führt zu nichts. Also, dass der Patient sich beispielsweise nach einem schweren Unfall eigentlich mehr, quält, als er es eigentlich müsste. So, aber die Entscheidung ist getroffen. Und dann muss man doch hinterfragen, ist das richtig? Also, oder? Das müssen Sie jetzt mal erklären. Sie wissen ja, dass der Krankenpfleger jetzt verurteilt worden ist in Patiententötung. Nein. Okay. Nein, das natürlich nicht. Ich meine, das zu ertragen. Also es geht nicht um eine Handlung so, sondern das dann zu ertragen. Mhm. Also dann, auch wenn ich, also ich sehe das ja tagtäglich beispielsweise, also im Heim zum Beispiel. Weiß ich nicht, Patienten mit Chorea-Huntington oder Ähnlichem, die gesagt haben, die wollen, aber man sieht tagtäglich, dass die Erkrankung immer schlimmer wird und man muss diese Entscheidung sozusagen mittragen, mhm, was natürlich meinem Beruf entspricht, mhm, so, und das muss ich dann gleichzeitig auch aushalten. Ja. Ja. Und also das meine ich damit. Mhm. Einerseits wird mir die Entscheidung abgenommen, wenn sich jemand gegen das Leben entscheidet, andererseits muss ich die Entscheidung aber auch mittragen, wenn sich jemand dafür entscheidet, obwohl augenscheinlich, dass keine gute Idee gewesen ist. Wo kommt das Thema Aushalten in der Ausbildung vor? In meiner Ausbildung, ich bin Altenpfleger, so gut wie gar nicht. Ja. Aber es gab Seminare, so Tod und Sterben. Aber haben Sie einen eigenen Nachruf auch schon mal geschrieben? Nein. Ja. Okay. Hier steht was von Advanced Care Planning. Ist das in Bezug auf die Patientenverfügung relevant? Ja, also Advanced Care Planning ist der internationale Begriff. Es gibt in Deutschland auch eine gesetzliche Institutionalisierung im Sozialgesetzbuch 5, der Paragraph 132g, gesundheitliche Vorausplanung. Also das ist der Fachbegriff, so heißt der Übertitel des Gesetzes, ist also ein Fachbegriff. Advanced Care Planning oder sagen wir mal gesundheitliche Vorausplanung ist
die deutsche Version von Advanced Care Plan in der Version, dass das gesetzlich verankert ist. Mhm. Also es ist ja so, wenn wir nochmal von der Patientenverfügung ausgehen, nochmal an den Ausgangspunkt. Wir haben es mit Wesen zu tun, mit vulnerablen Wesen, die weder klassisch Personen sind, noch Dinge, noch Tiere, sondern ja, und das ist jetzt die Frage. Mhm. Die Gesellschaft hat sich ethischerseits entschieden, diese Höchstweise zu respektieren, auch Menschen mit drittem Geschlecht und so weiter und so fort, in höchster Weise zu respektieren und sie wie autonome Wesen zu behandeln, obwohl sie faktisch nicht autonom sind. Mhm. Tja, wie macht man es jetzt, den Willen von jemandem zu beachten, der den Willen nicht äußert? So, erste Sache, die dann gefunden worden ist, ist die Patientenverfügung, the living will, wie das die Amerikaner früher genannt haben, und dann ist das seit 2009 institutionalisiert etc. So, jetzt gibt es zwei sozusagen Grenzen der Patientenverfügung. Erstens, sie müssen schon die eigene Sprachlosigkeit in Bezug auf die Endlichkeit irgendwie aufheben. Sie müssen ja schon eine Patientenverfügung irgendwie, also wenn es darum, müssen irgendwie auch schon aufschreiben. Ja, genau. Sie müssen ja sagen, guten Tag, mein Name ist so und so viel, ich bin jetzt 86 Jahre alt, ich schreibe jetzt mal eine Patientenverfügung, was ist, wenn ich mal tot sein sollte oder wenn ich in eine Situation bekomme, wo ich in eine Koma-Situation und so weiter, da muss man schon mal den Mut dazu haben. Mhm. Und da die Patientenverfügung an ein Betreuergericht und meistens das Betreuungsgericht irgendwelche Angehörigen hier in diesem Fall ernennt, macht es Sinn, das mit den eigenen Kindern zu besprechen. Und das Sonntagsnachmittag, das muss man erstmal machen. Und das Zweite an der Sache ist, weil die Patientenverfügung bezieht sich auf Interventionen in der Regel in medizinischen Notfallsituationen. Mhm. Ja. So, jetzt kann man sagen, erster Punkt ist, was ist denn jetzt mit den Angehörigen? Mhm. Und was ist mit Krisensituationen, die nicht medizinisch sind? Welche können das sein? Die nicht medizinisch sind? Mhm. Mhm. Sinnkrisen? Sowas? Mhm. Siehe da, ja. Das kann es auch geben. Sinnkrisen? Ja. Ja, wir sitzen hier in der Choro-Fakultät da. Genau, hier ist geisteswissenschaftliche Argumentation angesagt. Ja, also das ist das. Und so, und diese beiden Fragen sind gesellschaftliche Fragen. Diese beiden Fragen sind Fragen, die jetzt hier vom Staat nach gesellschaftlicher Diskussion auch in Normen berücksichtigt werden sollte. Insofern ist man dann dazu übergegangen, jetzt zunächst einmal für die stationäre Altenpflege dieses gesundheitliche Vorausplanung gesetzlich zu verankern. Ja. Und da stehen zwei Dinge drin. Erstens, dass wenn Menschen in ein Altenheim kommen, dass die dann darüber mit ihnen gesprochen werden soll, was passiert, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen oder wenn sie eine Sinnkrise haben. Dass in einem zweiten Schritt bei diesen Gesprächen die Angehörigen anwesend sind, ja, und dass diese Gespräche eine aufsuchende Beratung sind, die nicht voraussetzt, dass die Betroffenen sozusagen eine mögliche Sprachlosigkeit selber überwinden, sondern sie werden daraufhin angesprochen. Mhm. Also insofern ist das eine Weiterführung der Patientenverfügung, insofern ist das jetzt hier eine Verlängerung dieser Situation der Wahrung von Autonomie von Menschen, die jetzt nicht im klassischen Sinne autonom sind. Gleichwohl haben wir natürlich gibt es dabei natürlich auch bestimmte Probleme zu sehen. Also sie brauchen schon wirklich gutes, geschultes Personal im Altenheim, das diese aufsuchende Beratung machen kann. Mhm. Wir hatten gerade gestern Abend noch eine Sitzung mit für mein Forschungsprojekt in einer Altenheimkette und da zeigt sie sich natürlich, dass 48% der Bewohner in den ersten Monaten versterben werden. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, sie müssen dann schon das irgendwie zeitnah machen. Also das muss man psychologisch und auch ethisch gesehen gut hinbekommen, dass die Menschen sich da nicht unter Druck gesetzt fühlen. Mhm. Andererseits wiederum, und das macht das Problem aus, bis vor 10, 15 Jahren gab es auch in Häusern von Konzernen welche, die ein Konzept fürs Lebensende gar nicht hatten. Also bis in die 90er Jahre, Ende der 90er Jahre, galt die alte Studie von Gebert und Kneubühler, konnte man so sagen, wenn im Altenheim ein Problem entstand, was haben sie gemacht? Den Wagen gerufen, den Krankenwagen, und dann wurde der Bewohner abgefahren und dann haben sie schnell angefangen, das Zimmer zu putzen, im Sinne eines Reinigungsrituals. Mhm. Und man hat darauf gehofft, dass der Bewohner im Krankenwagen verstirbt. So. Was passiert aber, wenn er wiederkommt?
Mittlerweile habe ich so Promotionen von Promoventen bei mir, die genau die Situation untersuchen. Die Wiederkehr des Altenheimbewohners aus dem Krankenhaus. Ganz neue Situation. So, was habe ich denn als Altenheim da anzubieten an Versorgung? Da wiederum ist es jetzt derart, dass dieses Advanced Care Planning in der Version der gesundheitlichen Vorausplanung des SGB V den Heimen natürlich hilft. Zumal diese Leistung von der Krankenkasse auch finanziert wird. Mhm. Wenn das angeboten wird, gibt es also ein großes Interesse dafür. So, und wie ist das jetzt abschließend zu bewerten, das wissen wir nicht. Dafür ist diese Initiative noch zu neu. Mhm. Wenn ich ein Gefühl äußern dürfte, also finde ich es, glaube ich, positiv. In dem Sinne, dass man Menschen auch, also darauf vorbereitet oder zumindest dahin, also nicht dahin drängt, sondern ihnen die Möglichkeit gibt, auch darüber zu sprechen oder darüber Gedanken zu machen. Das ist, finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt, ruhig mal sich über das Ende Gedanken zu machen. Mhm. Glauben Sie, dass das zukünftig noch gebraucht wird oder dass jüngere Generationen das per se sehr viel früher machen? Dich mit dem Tod auseinanderzusetzen? Ja. Vielleicht. Also wir sehen ja, dass der Tod in einer gewissen Hinsicht kein Tabu mehr ist. Ja. Wir müssen jetzt aber mal unterscheiden. Man kann es vielleicht so sagen, wenn wir über den Tod sprechen, sprechen wir über etwas, wo wir nicht genau wissen, was es ist. Ja. Bei der Geburt ist es so ähnlich auch, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Also bei dem Tod sprechen wir etwas, worüber wir nicht genau wissen, was es ist. Wir können uns der analytisch der Situation nähern, indem wir unterscheiden zwischen dem Tod in der ersten, in der zweiten, in der dritten Person Singular. Also in der dritten Person Singular ist der Tod etwas, das geschieht. Das ist ein Phänomen, das kann man in der Zeitung nachlesen. Da kann man sagen, ach guck mal, der ist gestorben und Sterblichkeit in den Heimen, hatte ich gerade erwähnt, 45% in den ersten Monaten. Da ist der Tod in der dritten Person Singular. Da wird über jemanden gesprochen, der tot ist. Möglicherweise als Person oder auch nur als bloße Ziffer. Die zweite Person Singular, wenn der Tod auftritt, ist die eines konkreten anderen Menschen. Hm. Also der hier, um den ich mich kümmere, das, wo ich das vielleicht in der Nachbarschaft, in der Freundschaft oder in irgendwelcher anderen Hinsicht mitbekomme. Mhm. So, diese beiden Dinge, kann man sagen, sind nicht mehr in Deutschland so tabuisiert, so wie vor 20 Jahren, weil sich ja eine Menge getan hat. Also wir haben ja eine Palliativkultur, eine Hospizkultur, nicht so sehr wie in anderen Ländern, aber wir sind doch erheblich viel weiter als 1978, als damals noch die katholische Kirche gesagt hat, dass wir Hospize in Deutschland nicht brauchen, weil es sind Sterbehäuser. Und wenn Menschen in diese Sterbehäuser kämen, würden ihnen alle Hoffnung genommen. Hoffnung worauf? Auf ein ewiges Leben? Das war jetzt nicht ganz klar. Aber man könnte sie doch nicht dahin geben, wo klar ist, dass sie sterben werden. Das ist auch deutsche Realität. Ja. Natürlich durch die Nachkriegssituation noch bedingt. Und seitdem hat sich das enorm entwickelt. Wir haben in jeder Bahnhofsbuchhandlung mindestens ein Buch über den Tod. Da ist irgendwie was von dem Sportler, eine Biografie von dem, irgendwas über Erotik meinetwegen, und da steht aber ein Buch über den Tod, meistens vom Palliativmediziner oder von irgendjemand. Ja. So, aber es ersetzt natürlich nicht die Auseinandersetzung mit dem Tod in der ersten Person Singular. Was bedeutet es, dass ich eigentlich sterben werde, dass ich endlich bin? So, dem sind natürlich bestimmte Grenzen gesetzt, und da rührt auch diese Sprachlosigkeit her, die jetzt nicht nur eine ist, weil man darüber nicht spricht, weil man es irgendwie verschweigt aus gesellschaftlicher Tabuisierung, sondern es hat auch etwas mit Unbegreiflichkeit zu tun. Wie kann ich selber verstehen, dass ich sterben werde? Muss man das begreifen? Oder streben wir einfach nur, es begreifen zu wollen? Also es ist unausweichlich, genau wie die Sache mit diesem Schutzanspruch. Es ist unausweichlich, man kann da nicht weglaufen, ich kann es nicht verkaufen, sag, mach du das mal für mich, ich habe jetzt keine Zeit, das geht halt nicht. Und das Zweite an der Sache ist, dass in diesem Prozess diese Instanz, für die das unausweichlich ist, selber annulliert wird. Mhm. Also verstirbt, die ist nicht mehr da. Ja. Man ist dabei und plötzlich... Mhm. Ja, was? Und was passiert dann? Jetzt bitte berichten Sie jetzt. Und das geht genau nicht. Ich habe mit Buddhisten gesprochen, mit Leuten, die Nahtoderfahrung hatten. Ich habe nicht gesagt, das stimmt gar nicht, was sie da, kann ich ja nicht wissen. Ja. Kann ja nicht sagen, weiß man nicht. Mhm. Kann ich dir nicht sagen. Das größte Mysterium des Lebens, der Tod. Ja, wohl.
also ich will nicht sagen das Einzige, aber auf jeden Fall ist der Tod eines der größten Mysterien in jedem Falle. Sie haben ein Projekt gemacht, 30 junge Menschen, wo es darum ging, wo junge Menschen mit Sterbenden gesprochen haben. Ist das richtig? Wie lange ist das jetzt her? Das ist 2013, glaube ich, gewesen. 14. 2014. Ja. Mhm. Was hat Sie dazu veranlasst, das Projekt zu machen? Ja, wir sind da schon dabei, darüber zu sprechen. Mhm. Also wir haben uns gefragt, was bedeutet es für einen lebenden Menschen die Tatsache, dass er sterben wird? Mhm. Die Frage rührte daher, dass ich im Beruf auch in der Universität mitverantwortlich bin für die Lehre und den Leistungsnachweis in Palliativmedizin. Das haben Sie am Anfang jetzt nicht gesagt. Ist auch gut, so muss man nicht sagen. Das ist der Querschnittsbereich 13, Palliativmedizin. Mhm. Auch nur ein Fortschritt ist Pflichtfach für jeden Studenten der Humanmedizin seit 10 Jahren, dass er das eine Lehre im Fach Palliativmedizin, wir machen das auch mit Patientenkontakt, mit Sterbenden in der Humanmedizin, durchläuft und das auch dann am Ende besteht. Auch diese ganze Patientenverfügungssache, das kommt dann auch als normativer Teil davor. Das ist dann mein Part. Mhm. Ich bin ja kein Arzt, aber das ist dann so mein Part und Kommunikation, ein bisschen Psychologie und etc. Naja, das ist so, dass die Medizinstudenten natürlich den Kontakt mit Sterbenden sozusagen in medizinischen Kategorien wahrnehmen. Mhm. Dann haben wir überlegt, vielleicht könnte man das mal erweitern über den Funktions- und Zweckzusammenhang einer Lehrsituation in der Ausbildung oder im Studium hinaus. Was ist denn überhaupt die Bedeutung für den Menschen? Welche Bedeutung hat die eigene Endlichkeit, also die Tatsache, dass ich sterben werde, überhaupt für das lebende Leben? Wir haben uns entschieden, junge Menschen zu fragen, weil die in der Regel und in der Hauptsache sich damit nicht beschäftigen. Die wollen wissen, soll ich eine Lehre machen, ein Studium? Wie kriege ich eine Freundin? Zu meiner Zeit, wie kann man eine Mofa frisieren? Das war heute nicht mehr so und so weiter. Das waren die wichtigsten Fragen. Wie kommt man Schallplatten ran? So. Ja. So, und die haben wir dann also gebeten, darüber Auskunft zu geben. Nun bleibt ja das, was wir vorhin sagten, auch hier bestehen. Das Nachdenken über den Tod in der ersten Person Singular, das bleibt nach wie vor das Mysterium. Das ist ja jetzt nicht weg. Und damit diese Menschen, die wir fragen, in dem Fall junge Menschen zwischen 18 und 16 und 22 Jahren, nicht der Frage ausweichen können, beziehungsweise nicht irgendwelche trivialen Sachen sagen können, sozusagen, weil es vielleicht gar nicht anders geht, haben wir sie gebeten, die Frage zu beantworten, wenn sie dem Sterben selber begegnen. Und zwar mit einem sterbenden Menschen. Nicht in der Finalphase befindlich, obwohl manchmal war es dann doch so, das ließ sich dann auch nicht so richtig vermeiden, mit einem Sterbenden, wo klar war, dass der stirbt und wo das auch nicht das Thema war. Das war ganz klar und das stand von Anfang an fest. Mhm. Die sollten sich mit dem unterhalten und dann ging es um die Frage, bei der Begegnung mit dem Sterbenden, was macht das mit mir, woran erinnert mich das bei mir selbst? So, und dann ging es darum, diese Frage, was der Tod ist, was das Sterblichkeit bedeutet und so weiter und so fort, dann zu beantworten. Mhm. Die Videos, also die Interviews dazu, die findet man auf Vimeo. Das Ganze verlinken wir nochmal in den Shownotes, die sind auf jeden Fall sehr interessant. Und wir hören uns jetzt mal den Trailer an. Ich bin Christa Franzer Becker und ich bin jemand, der krank geworden ist, ohne zu wissen, dass man krank wird, aber man wird es. Und ich habe die Menschen hier kennengelernt. Das sind alles Menschen für mich, die vollkommen fremd sind, aber ich möchte ihnen eine Nachricht mitgeben. Und meine Nachricht ist einfach, auch in einer Situation wie in meiner, ohne dass man das Gefühl hat, man müsste unbedingt sterben, hat man ein Leben und man lernt Menschen kennen, die ganz neu sind und die für mich ganz neu sind. Und es ist unheimlich wichtig, dass alle Menschen auch so denken. Sie sollen immer sagen, wir sind nicht tot, wir sind da, wir leben. Und solange wir leben, gewinnen wir dieses Leben. Immer wieder. Juni 2012. Am Uniklinikum in Düsseldorf treffen 30 junge Menschen zusammen. Sterben und Tod. Das ist die Thematik, mit der sie sich beschäftigen wollen.
Für ihre Altersgruppe mag das ungewöhnlich erscheinen. Doch das Projekt möchte gerade Jugendlichen die Möglichkeit geben, mit Sterbenden ins Gespräch zu kommen und eine individuelle Haltung zu dem Thema zu entwickeln. Wir kommen beide aus Witten. Genau. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ich komme aus Sulz am Neckar. Ich komme aus Frankfurt. Komme aus Köln. Ich bin heute früh um 6:30 im Regen aufgebrochen zum Münchner Hauptbahnhof. Aus um die Sterbebegleitung. Angehörige sind zu 90% daran beteiligt. Und ganz wichtig, das Workshop-Wochenende bereitet die 30 jungen Menschen, darunter Schüler, Auszubildende und Studenten, auf ihre Einzelgespräche mit einem sterbenden Menschen vor. Angeleitet von Martin Schnell und Christian Schulz, den Leitern des Projektes, erlernten die jungen Menschen sowohl Kommunikationsfähigkeiten als auch konkretes Wissen zum Lebensende. Wie spricht man mit jemandem, der unheilbar krank ist? Was bedeutet gutes Sterben aus Sicht von Betroffenen und Angehörigen? Was sind die eigenen Erfahrungen der Teilnehmer mit dem Tod und wie gehen sie damit um? In intensiven Seminaren wurden diese Themen unter professioneller psychologischer Begleitung behandelt. Ein pädagogisches Ziel im engeren Sinne gab es nicht. Eine persönliche Haltung zu diesem Thema, das in der direkten Erfahrungswelt der Menschen heutzutage immer seltener vorkommt, kann nicht vorgeschrieben werden, sondern muss den jungen Menschen und deren individueller Reflexion selbst überlassen werden. Ich glaube, für die Angehörigen ist ein gutes Sterben auch natürlich im Kreise der Familie. Sollen wir das so schreiben? Ja. Das sind ja also die ganz klassischen. Und das Wissen zu haben, dass der Sterbende in Frieden gehen und vor allem schmerzfrei. Genau. Mhm. Stimmt. Ja, also einmal haben wir gesagt, gutes Sterben ist beinhaltet die Möglichkeit für Angehörige, den Sterbeprozess des geliebten Menschen zu begleiten. Die sterbenden Menschen, die mit unseren Medizinstudenten ähnlich gesprochen haben, so wie ihr das jetzt tun werdet, alle im Nachhinein, als wir sie befragt haben und gesagt haben, wie war denn das jetzt für euch? Das sind ja unausgebildete Leute gewesen. War das anstrengend? Können wir das überhaupt machen? Dürfen wir das machen? Sie alle gesagt haben, das war für uns ganz, ganz wichtig, weil wir durften etwas weitergeben, wir durften lehren, wir durften für jemanden anderen da sein. Und deswegen wird eure Begegnung nicht nur stattfinden unter der Maßgabe, dass ihr etwas Gutes für diesen sterbenden Menschen tut, sondern letztlich wird es darum gehen, dass der sterbende Mensch etwas Gutes für euch tun darf. Mit einem sehr jungen Menschen würde ich sagen, das Leben ist spannend, ob von der ersten Minute oder bis zur letzten Minute ist dieses Leben einfach nur spannend, ob man jetzt dabei ist oder nicht. Ich muss sagen, ich gucke mir jetzt hier zum Beispiel die Menschen an, die jetzt hier gerade um mich sind, und ich muss sagen, es ist spannend. Für mich ist es spannend, mit jemandem zu sprechen, der sehr jung ist, und trotz allem das wunderbar versteht. Wir haben ja das erste Mal von der Frau Speranza-Becker über diese Videobotschaft erfahren, was ich damals schon sehr ergreifend fand, dass sie sich da an uns gerichtet hat und dass ihr das auch so ein großes Anliegen war, uns ihre Meinung mitzuteilen. Und ich fand es auch schön, wo sie gesagt hatte, dass sie hofft, dass es ihr noch so weit gut geht, dass sie jemand von uns treffen kann auch. Und dann, wo wir eben hier angekommen sind, sind wir immer auf dem Laufenden gehalten worden, wie es ihr gerade geht, was jetzt passiert, wie es weitergeht. Und dann haben wir ja gleich erfahren, dass sich ihr Zustand eben ziemlich verschlechtert hat und sie auch nicht mehr ansprechbar ist. Ja, und dann gestern, als wir dann die Möglichkeit hatten, da ging es Frau Speranza-Becker noch schlechter, dass wir eben alle nochmal zu ihr gehen und uns ums Bett stellen, war ziemlich heftig. Also da war es dann bei mir auch so, dass ich danach erstmal Zeit für mich gebraucht habe und nicht direkt im Programm weitermachen konnte, weil es schon ziemlich nahe gegangen ist. War aber auch irgendwo ein schöner Moment, dass uns die Familie daran hat teilhaben lassen, auch nochmal uns zu bedanken bei ihr und von ihr uns zu verabschieden.
Und dann heute Morgen die Nachricht, dass sie gestorben ist, war für mich eher so ein Aufatmen. Ich habe eine Krankheit, die leider auch nicht mehr zu heilen ist, aber ist eine Heiler. Ich kann ja mit diesen Menschen noch sprechen. Noch kann ich ihnen zeigen, ich bin am Leben, mir geht es gut. Ich finde die Menschen immer wieder interessant, die ich kennenlerne, jeden Menschen. Weil solange ich Menschen kennenlerne, habe ich ja auch noch dieses Gefühl, mit den Menschen dazugehören. Und mehr braucht sie auch gar nicht. Was ist denn jetzt grundsätzlich dabei rausgekommen? Also was hat es den Jungen gebracht oder vielleicht auch den sterbenden Menschen? Wir haben dann noch ein zweites Projekt ja gemacht, 30 Gedanken zum Tod. Dort haben wir dann die Erwachsenen genommen, sodass wir dann insgesamt die Palette im Alter von 16 bis 85 Jahren abgedeckt haben. Natürlich nicht repräsentativ, aber das war in dem Fall bei dem Thema auch nicht zu erwarten. Bei den jungen Menschen, also oder fangen wir an bei den Sterbenden. Wir sind jetzt dabei im Rahmen von zwei Promotionsarbeiten, die Situation der sterbenden Menschen in ihrem Gespräch mit dem jungen Menschen noch auszuwerten. Können wir ja. Die sind zwar tot, aber wir haben ja die Videos noch. Mhm. Die werden wir immer haben. Mhm. Dank der Digitalisierung. Das werden wir noch sehen. Wir wissen aber eins durch eine frühere Untersuchung, die uns auf den Weg gebracht hat, wo es um den ein View Inside, also ein Blick in die Seele des Patienten gegeben hat, dass sterbende Menschen erstens Menschen sind, die sich als Teil des Lebens betrachten, dass es Menschen sind, die wollen, dass man mit ihnen kommuniziert, weil sie noch da sind, und welche sind, die sich kümmern um ihre Mitwelt und die in dieser Situation ernst genommen werden wollen. Gut, wer Kübler-Ross kennt, weiß, das ist so. Wer das nicht kennt, wundert sich darüber. Aber das ist halt so. Ja. Ja, und ein solches Projekt bringt denen insofern etwas und auch unabhängig von Projekt, so wie sie so in der Weise behandelt werden. Man ist da, man unterhält sich mit ihnen und es ist nicht nur dieses Händchen halten und oh, wie traurig. Das ist es allein gar nicht. Wenn sie die Gespräche angucken, die haben sich über alles Mögliche unterhalten, aber alles Mögliche. Mhm. Über Rotlichtviertel in Düsseldorf, ich sag mal so ein krasses Beispiel, oder irgendwelche anderen Dinge, da kommt alles vor, was man so im Leben mal so gemacht hat. Ne? Musik, die man gehört hat. Dinge, die man falsch gemacht hat oder auch richtig gemacht hat und man Kontakt mit seinen Kindern hat, sowas, darum ging es gerade. Es war nicht nur Bilanzierung. Die jungen Menschen, das kann ich jetzt mehr Auskunft darüber geben, weil das ist alles wissenschaftlich untersucht und erforscht. Wir haben eine Prä-Post-Untersuchung oder eine Prä-Post-Post-Untersuchung gemacht. Also wie ist denn deren Einstellung zur Endlichkeit vor dem Gespräch, nach dem Gespräch und zwei Jahre später? So. Und was wir da herausgefunden haben, waren, dass wenn man das jetzt clustert, natürlich nicht bei jedem Einzelnen, aber auch nicht bei allen gemeinsam, haben sich charakteristische Veränderungen vollzogen, die darin bestehen, dass der Tod im Wesentlichen in zweierlei Hinsicht beschrieben worden ist, vor dem Gespräch. Also einfach so sozusagen von der Straße gefragt. Ja. Der Tod ist ein natürliches Faktum. Das gehört halt zur Biologie, da kann man nichts machen. Das ist so. Pass auf, da kann man auch nicht weiter drüber sprechen. Es ist nicht der Kommentation würdig. Das ist, ja, das ist so. Ist da. Das ist halt. Punkt. So wie deine Argumentation eben. Bitte? Deine Argumentation war ja ähnlich, ne? Zu sagen, muss ich mir da überhaupt Gedanken drüber machen, weil es kommt ja so oder so. Ne? Wenn es regnet, wird die Erde nass. Ja, und was wollen sie denn jetzt? Ja. Was wollen sie denn jetzt? Ja, gut, so, das, und das andere war, die andere Mehrheitsmeinung bei den jungen Menschen ist gewesen, dass der Tod eine schlimme Sache sei, dass das sicher mit Schmerzen im Sterbeprozess verbunden ist und das muss halt jeder für sich alleine durchleben. Das ist halt eine einsame Sache. Gut, dann war es so, dass in einem zweiten Schritt die das Gespräch geführt haben und wir haben wichtige Transformationen zu finden. Der Tod ist keine natürliche Tatsache, die der Biologie angehört, sondern der sozialen Welt. Das ist was Trauriges. Das hat was mit Verlust zu tun. Das ist was mit Verlust zu tun. Und wenn die Mutti jetzt tot wäre, haben wir einen 16-Jährigen gefragt, da kam er dann ins Grübeln. Und die andere
Perspektive hat sich dahingehend verändert, dass der Tod natürlich etwas ist, dass das Individuum als Einzelnes meint, also unausweichlich in Bezug auf mich, ich kann dir das nicht geben, sag, mach du das mal für mich. Aber sowas wie Begleitung ist möglich. Man kann da sein. Jetzt wird man vielleicht als sagen, ja, was wir dort gemessen haben in der Studie, sind nur die Effekte der eigenen Intervention. Ne? Genau. Ja. Jetzt gehen wir mal einen Schritt nach draußen und gucken mal an Menschen im Alter von 16 bis 22 und gucken in die Entwicklungspsychologie. Die ganzen entwicklungspsychologischen Theorien zur Bildung der moralischen Persönlichkeit. Wir haben ein Embryo und wann ist jemand im moralisch-rechtlichen Sinne erwachsen? Ja. Da gibt es ja Theorien drüber. Das ist jetzt überhaupt nicht die Frage. Und das Entscheidende an der Sache ist, dass in ganz wenigen, um nicht zu sagen in den wichtigsten Theorien überhaupt nicht die Frage der Endlichkeit und der Vulnerabilität als Faktor für das eigene Erwachsenwerden auch in moralischer Hinsicht vorkommt. Ich sollte sagen, es kommt nicht vor, so muss ich es vielleicht sagen. Es kommt nur die Potenz, die Möglichkeit vor, den Geist dahingehend zu erweitern, dass man an der Universalität der Welt und seinen Prinzipien teilhat. Ja. Sozusagen die Entfaltung des moralischen Urteils, die kognitive Erfassungsfähigkeit wird immer größer. Mhm. Und je größer sie wird, desto erwachsener ist man, potenziell von der Möglichkeit her. Aber dass das was mit der Endlichkeit zu tun, das kommt nicht vor. Das ist etwas, was sozusagen so besonders ist. Ich muss noch was hinzufügen. Ja, dann haben wir gedacht, okay, also wir haben den vorgeführt durch ein Gespräch mit einem Sterbenden in einem Hospiz, einer Palliativstation oder zu Hause im ambulanten Setting, dass da jemand ist, der mit anderen spricht, am Leben teilhat und von anderen versorgt wird. Und dahinter haben die gesagt, ja, der Tod ist etwas, wo man zwar allein ist, aber versorgt werden kann und wo man sozusagen auch noch Lebensqualität bis zum Ende haben könnte oder so etwas in der Art. Und es nicht nur ein natürliches Faktum ist. Dabei konnte es jetzt nicht bleiben, weil wir nicht entscheiden konnten, und sage es noch einmal, ob nicht die Effekte der eigenen Intervention sich einfach da noch niedergeschlagen haben. Wir haben schon den Hinweis, dass diese Intervention wichtig ist und sich von der Theorien der Entwicklungspsychologie unterscheidet. Also bitteschön, 2 Jahre später once again. 2 Jahre später nochmal gefragt, hallo, ihr habt doch damals bei unserem Projekt mitgemacht, wie war das denn? So, und da haben wir dann erstaunliche Sachen rausgefunden. Nämlich, dass in meiner ganz großen Haupttendenz, ich rede jetzt so, das betrifft nicht jeden, aber es sind nicht nur wenige eine Haupttendenz, dieses Gespräch und diese damit zusammenhängende Intervention, die ja nicht nur das Gespräch war, das war ja eine längere Zeit, wie man im Internet ja auch sehen kann mit den ganzen Workshops und was wir mit denen alles veranstaltet haben und dann haben wir den Kinofilm noch gedreht, der jetzt nicht im Internet steht, da stehen noch die Videos und einen Film gedreht und alles Mögliche haben wir mit denen veranstaltet. Ich treffe mich mit den jungen Leuten heute immer noch. Das sind erwachsene Leute, haben keine Zahnspangen mehr, aber da ist diese Beziehung von damals geblieben, dass ich gezeigt hatte, dass eine Hauptgruppe dieser 2 Jahre später auch im Zusammenhang, nicht allein kausal, durch die Auseinandersetzung mit dem Tod, aber in dem Zusammenhang, den das Projekt ihnen damals geboten hat, ihrem Leben eine Form gegeben haben. Die Auseinandersetzung mit dem Tod hat das Leben geformt. Ja, weil es ist relativ deutlich geworden, YOLO, you only live once, bla bla bla, ja, dass das auch einen Sinn hat. Carpe diem, Sie kennen alle diese Sätze. Mhm. Die Zeit ist endlich, nutze sie. Ja. Und ich kann Ihnen, das ist publiziert, das können Sie alles nachlesen. Also man hat dann gesagt, okay, ich bin hier in einer Ausbildung, die ist schlecht, ich breche die jetzt ab, ich werde Altenpfleger. Mhm. Oder ich mache etwas anderes, ich studiere jetzt Psychologie. Es gibt einige, die auch hier in Witten dann Medizin studiert haben. Die haben umgedreht, als sie 19 waren, haben auf die Bremse getreten und haben dann gesagt, ich nehme jetzt 15 Kilo ab. Und sahen plötzlich auch ganz anders aus. Hm. So, und wir haben dann 2 Jahre später nochmal zurückgeblickt und ein Trigger für diese Entwicklung ist auch diese Auseinandersetzung gewesen. Das Gespräch und die ganzen anderen Dinge, um die es geht, durch die sie sich auf sich selber, es ging ja um das, was sie von sich selber in Bezug auf die Endlichkeit halten und erwarten, darum ging es ja und nicht nur um den Tod des anderen, das wäre wieder die zweite Person Singular. Das hat also einen nachhaltigen Effekt gehabt. So, und damit wissen wir, dass wir nicht nur die eigene Performance abgemessen haben. Ja. Also sie sind hinter das Niveau, was sie damals erreicht haben, nicht mehr krass zurückgefallen. Das ist Und eine Sache noch, Entschuldigung, weil jetzt kommt dann doch ganz viel. Diese Sachen sind ja im Internet, wann immer sie neue Leute kennenlernen, die damals mitgemacht haben. Wann immer, irgendwann kommt man dazu, ach übrigens, ich habe damals bei so einem Projekt mit, ach zeig doch mal.
dann sitzen sie plötzlich da und das ist so ein Multiplikatoreneffekt. Ja. Das ist halt so, weil man sieht sich selber als jüngerer Mensch, ich bin halt auch zu sehen als auch jüngerer Mensch, aber ich bin jetzt nicht so wichtig, sieht man sich selber da, wie man mit einem Sterbenden spricht und kann sozusagen das anderen erzählen und nicht nur, ich hatte mein Projekt schon mal vor, lass uns mal eben kurz gucken, wir gucken uns mal eben schnell an, ach so, na, so war das da, dann kann man das nochmal authentisch erzählen und hat dann die Möglichkeit, in die Situation nochmal hineinzukommen und vor allen Dingen so die anderen fragen ja dann, ach, das ist ja interessant. Und also ich bin die ganze Zeit am Überlegen, das bedeutet ja, dass die Menschen durch die Entdeckung der Endlichkeit eigentlich erst sozusagen den Sinn des Lebens ernst genommen haben oder zumindest gesagt haben, ich muss irgendwie was Vernünftiges machen. Also ich muss mein Leben anders ausgestalten und nicht nur so dahin leben, oder? Also hat das dazu geführt, dass man sieht, das hat ein Ende. Wenn man das jetzt nicht kausal versteht, also man besetzt ja dann und schon automatisch kommt es dazu, sondern sagt, das hat dazu mit beigetragen oder war mit offensichtlich ein entscheidender Punkt, dann kann man das in jedem Fall bejahen. Das wirft natürlich ein komplett anderes Licht auf den Tod. Weil, also Sie haben es eben schon gesagt, sterbende Menschen wollen eben noch am Leben teilhaben. Es geht eigentlich immer ums Leben. Also egal, ob ich mich mit dem im Sterben befinde oder ob ich mich mit Sterbenden unterhalte, im Nachgang scheint es immer ums Leben zu gehen. Gibt es da andere gesellschaftliche Entwicklungen, die das irgendwie fokussieren? Wolltest du was sagen? Nee. Weil du so tief geatmet hast? Ja. Wie kommt das? Das ist ein schweres Thema. Ja. Was heißt fokussieren? Das habe ich nicht verstanden. Also, ob irgendwie erkennbar ist, dass sich mehr Menschen damit auseinandersetzen, dass die Endlichkeit tatsächlich vorhanden ist. Also, dass man sich das klar macht, ohne jetzt mit Sterbenden gesprochen zu haben, sondern wirklich zu sehen, das ist irgendwie alles, die Party ist irgendwann zu Ende. Führt das zu mehr Reife? Führt das zu mehr Fülle in unserer Welt? Zu mehr Wissen, zu mehr Tüchtigkeit, zu mehr Erfolg, keine Ahnung. Also das vielleicht zu mehr Demut, weil nochmal anknüpfen, was heißt es, als Mensch geboren zu werden? Erstens, du hast die Möglichkeit, dein Leben zu entfalten, größer und mächtiger zu werden. Ich meine auch im Sinne von geistigen Kapazitäten, von Gestaltung, dir Dinge auszudenken, die nicht auf Bäumen wachsen, sondern künstliche Welten zu schaffen in jeder Hinsicht. Du hast die Aufgabe, wenn du auf die Welt kommst, zum Beispiel morgen geboren wirst, den Kulturstand, den die Menschen erreicht haben, wofür sie ein paar tausend Jahre gebraucht haben, so von der Steinzeit bis zum Handy oder so, zack, hast du innerhalb von 3 Jahren drin. Nach 4 Jahren kam es dann selber mit dem Smartphone um. Überleg mal, wie schnell das alles geht. Das ist das eine. Das ist also ein Machtfaktor. Lebensverlängerung, künstliche Welten und so weiter. Künstliche, wunscherfüllende Medizin. Ich hätte jetzt auch gerne mal ein Kind. Ja, mal sehen, wie wir das aussehen. Da können wir zusammenmischen. So, und der andere Aspekt, dass das alles endlich ist, dass genau dieses Leben, das diese Macht hat, eines ist, das zu Ende geht eines Tages. Ja, dieser Aspekt wird natürlich durch die Beschäftigung mit diesem Faktum dahingehend wichtig, dass man eine Demut hat, die sich auswirkt auf den ersten Aspekt, nämlich die Macht. Ja. Nämlich auf das, von heute auf morgen auf fremde Planeten zu gehen, immer höher, immer schneller, immer weiter. Ja, das heißt, wir brauchen ja eigentlich vielleicht den Tod auch, oder? Um eben daraus was zu machen, weil wir eben wissen, dass es endlich ist. Wahrscheinlich ist es das. Also wenn ich mir vorstelle, ewig leben zu können, dann hätte ich ja gar keinen Antrieb mehr, überhaupt irgendwas zu machen, weil ich nicht mehr da wäre. Die Genmanipulation macht es, also das unendliche Leben wahrscheinlich eher nicht, aber zumindest werden dadurch ethische neue Fragen gestellt, die man zu klären hat, wie man damit umgeht mit verlängertem Leben. Also ich meine, der medizinische Fortschritt hat jetzt schon dazu geführt, dass wir länger leben. Wer weiß, ob es natürlich ist, dass wir jetzt hier noch sitzen. Also vielleicht sind so. Also in Japan ist jetzt eine Frau geboren worden oder sind Menschen zur Welt gekommen, die die Lebenserwartung von 116 Jahren haben. Das ist vielleicht nicht verkehrt, weil sich das über Jahrhunderte so entwickelt hat. Aber so eine Genmanipulation geht ja theoretisch von heute auf morgen. Dann hätten wir innerhalb von einer Generation Menschen, die 200-300 Jahre werden würden. Also wir müssten, und wenn der Tod dann ausweichlich ist, dann sind wir tatsächlich Gott und können eigentlich alles, also können wir das Leben kontrollieren.
Das wäre grausam. Das wäre tatsächlich grausam. Ich finde, ich habe keine Angst vor dem Tod, muss ich ehrlich sagen, aber trotzdem mache ich mir Gedanken darüber. Mhm. Und dieses Mysterium, was kommt danach, was ist da, das erfüllt mich irgendwie ein Stück weit mit Freude, weil ich nicht abwenden kann, dass es passiert, und ich hoffe, dass danach was Gutes passiert, also wenn ich es dann mitkriege. So. Also irgendwie ist es scheinbar auch eine Vision, die man entwickeln kann. Und bis dahin, keine Ahnung, kann man ja. Schicken Sie uns eine Postkarte. Ja. Ja gut, mir nicht mehr. Wer weiß. Wer weiß. Okay. Dann wollen wir noch Forschung machen? Nein. Das ist zu abgespaced. Ja, ich würde es gerne machen, aber ich glaube, das springt dann jetzt. Und ich fand, also das wäre jetzt auch thematisch ein guter Abschluss, finde ich. Finde ich auch. Es wundert mich allerdings trotzdem immer noch, dass wenn, also dass solche Inhalte so wenig Einzug in Curricula halten, obwohl sie so essentiell wichtig sind für den Stationsalltag oder Stationsalltag, mhm, für den Alltag der Pflegenden insgesamt, ob es jetzt ein ambulanter Dienst ist oder im Pflegeheim. Ja, oder in der Pflegewissenschaft. Soll doch mal Pflegewissenschaftsstudenten in einer Universität im Masterprogramm gegeben haben, die im Kolloquium ihr Thema über den Tod vorgestellt haben. Und die Professorinnen haben gefragt, was hat das mit Pflege zu tun? Man munkelt. Ja, wahrscheinlich ist Pflege und Medizin wahrscheinlich die Menschen, die am ehesten mit dem Bestatter natürlich, aber Bestatter kommen eigentlich schon zu spät, die mit dem Tod eigentlich in ihrem eigentlichen Wesen behaftet sind. Ja. Also schauen Sie mal in das Projekt 30 Gedanken zum Tod. Da sind auch Tatortreiniger dabei oder die gibt's. Kommissar von der Mordkommission. Die haben auch mit dem Tod zu tun. Machen wir auf jeden Fall. Das wird alles verlinkt. Genau. Ja, Herr Schnell, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geliehen haben. Danke, dass Sie zugehört haben. Gerne, die Podcaster, Gott, oh Gott, genau. Damit sind wir am Ende, Franziska. Man kann uns auf Twitter erreichen. Ja. Und auf Facebook. Und auf Instagram, genau. Mittlerweile auch, oder? Das war nicht geplant. Vielleicht. Selbst schuld. Also bitte. Oder auf unserer Homepage einfach, also Instagram vielleicht vermeiden, übergabe-podcast.de. Die Folge auf jeden Fall kommentieren. Wir freuen uns über sämtliche Kommentare dazu, weil es zum Ende tatsächlich nochmal sehr schwermütig wurde. Wir hoffen aber, dass ihr euch Anreize gibt für die Praxis, mit anderen Dingen umzugehen. Wir hoffen, dass wir sämtliche Fragen beantwortet haben. Genau, und freuen uns auf jeden Fall auf Feedback. Damit sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.